Meine Damen und Herren, ich darf Sie zum Auftakt der ersten Mosse-Lecture in diesem Winter im Namen der Humboldt-Universität und des Instituts für deutsche Literatur sehr herzlich begrüßen. Als wir beschlossen haben, unsere Vortragsreihe diesmal dem Thema Non finito, unfinished, unfertig zu widmen, haben wir nicht an die offenen Baustellen der Hauptstadt gedacht. Und ich muss da hier nicht nur den Flughafen einschließen, sondern auch die Humboldt-Universität. Wenn Sie die von hinten betreten, dann haben Sie, glaube ich, einige Mühe, ins Gebäude zu finden. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie so zahlreich heute da sind. Es ging uns auch nicht um ein persönliches Versagen, um gute Vorsätze, die jeder von uns fasst, doch die dann, wenn es ans Umsetzen geht, über hoffnungsvolle Anfänge nicht hinausgelangen, weil irgendetwas dazwischen kommt oder die Schwerkraft der Gewohnheiten schnell wieder stärker wird. Dass Projekte Ruinen bleiben, muss keine Folge schlechter Planung oder einer notorischen Unterlegenheit des guten Willens gegenüber dem schwachen Fleisch sein, sondern kann auch mit der Unermesslichkeit der Aufgabe zu tun haben, mit der Kühnheit einer Idee, die eine unendliche, das heißt nie zu Ende kommende Anstrengung verlangt. Wenn mit der Höhe des Anspruchs auch die Wahrscheinlichkeit steigt, an ihm zu scheitern, dann ist das Nicht-zu-Ende-Kommen gerade bei solchen Unternehmungen vorprogrammiert, die von größtem Ehrgeiz getragen sind und die einem Ideal nachstreben, das erst einmal nur in der Idee besteht, als Kopfgeburt, als Traum oder als Wunsch, der an schöpferische Taten appelliert und an die Findigkeit, etwas Wirklichkeit werden zu lassen, das andere für ein Ding der Unmöglichkeit halten. Je fantastischer ein Vorhaben ist, desto größer muss die Geduld sein, sich durch Fehlversuche nicht entmutigen zu lassen und es nicht nur einmal zu probieren, sondern zweimal oder zehnmal oder hundertmal, vielleicht sogar tausendmal. Wer seinen Eifer erst einmal an eine fixe Idee geheftet hat und das immer wieder nicht scheut, macht ja unweigerlich die Erfahrung, dass die entwickelte Unermüdlichkeit zu paradoxen Trainingsergebnissen führt. Man wird mit jedem Mal ein bisschen perfekter, aber auch ein bisschen kritischer. Und es kann passieren, dass andere etwas längst für gelungen halten, was einem selbst noch stümperhaft erscheint. Ob etwas fertig wird und wann eine Form zu ihrer ultimativen Vollendung gefunden hat, ist dann nicht nur eine Sache des äußeren Abgeschlossenseins, sondern eine Frage der Perspektive und des Maßstabs. Dass Ambition und Dickköpfigkeit, Genauigkeit, Skrupulosität und Originalitätsdrang eine Quelle beständigen Selbstzweifels sind, mag jedenfalls erklären, warum Künstler und Wissenschaftler besonders anfällig dafür sind, mit den Ergebnissen der eigenen Arbeit zu hadern und auch Gutes zu verwerfen, weil es nicht gut genug ist. Adalbert Stifter erzählt in einer seiner späten Novellen, die den Titel Nachkommenschaften trägt, von einem Landschaftsmaler, der seine Messlatte bei der Wirklichkeit selbst ansetzt und sich gar nicht erst in die Wolken des Idealismus versteigt, aber dafür seine Ansprüche an den Realismus maximiert. Um den Dachstein so naturgetreu wie möglich zu malen, versucht der Künstler es erst ambulant. Er findet sich Tag für Tag mit Schemel und Leinwand vor dem alpinen Massiv ein und produziert etliche Bilder, von denen er dann aber meint, dass sie ihm alle missraten sind. Also fasst er den Plan, sich ein Haus mit einer großen Glaswand zu bauen, von dem aus er den Berg im Blick hat und den Dachstein so malen kann, dass man, Zitat, den Gemalten und den Wirklichen nicht mehr voneinander zu unterscheiden vermöge. Am Ende, Sie ahnen es, bleibt es bei Wille und Vorstellung. Auch hier. Keins der beiden Vorhaben, der Hausbau nicht und auch nicht das Gemälde des perfekten Dachsteins, wird ausgeführt. Aber auch von den missglückten Bildern, von jenen Bergporträts, die in den Augen ihres Malers unfertig waren, überdauert keines das Ende der Geschichte. Ich zitiere noch einmal Stifter: Alles, was mir von meinen Arbeiten nicht gefällt, verbrenne ich. So der Ich-Erzähler, jene wirklich misslungenen Dachsteinmalereien sind alle verbrannt worden. Ich konnte sie gar nicht ansehen und hatte keine Ruhe, solange sie auf der Welt waren.
Als Peter Geimer und ich hier an der Humboldt-Universität vor 3 Jahren gemeinsam ein Seminar zum Thema Wirklichkeitseffekte in Literatur und Malerei abgehalten haben, stand unter anderem diese Erzählung von Adalbert Stifter auf unserem Programm. Und ich erinnere mich, dass das Semester zu diesem Zeitpunkt schon weit fortgeschritten war, sodass wir vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, nur anreißen konnten und das Seminar mit seinen ganzen losen Enden selbst unfertig blieb. Aber bei guten Diskussionen läuft es so ja eigentlich immer. Umso mehr freue ich mich, dass Peter Geimer heute unsere Mosse-Lecture über die Fluchtlinien des Kreativen in Kunst, Literatur und Wissenschaft eröffnet und dass der Anfang damit zugleich die Fortsetzung eines Gesprächs ist, das hier vor einiger Zeit begann. Stifters Landschaftsmaler hat durch sein Autodafé der eigenen Gemälde dafür gesorgt, dass als Nachbild seiner vergeblichen Mühen nur eine Erzählung übrig geblieben ist. Ein Text, durch den man sich per Definitionem nur ein unzulängliches Bild dessen gewinnt, was auf den Gemälden zu sehen gewesen wäre. Indem dieser Text jetzt schwarz auf weiß festhält, dass diese Bilder inzwischen zu Asche geworden sind, teilt er zugleich die Biografie des Malers in ein Vorher und Nachher und errichtet eine Schranke, hinter der die Vergangenheit des Malers unverfügbar geworden ist, weil das Schriftstück des Erzähler-Ichs allein bezeugt, dass kein Rest mehr von ihr übrig ist und nichts mehr aus dem Einst ins Jetzt hinüberreicht. Ex negativo verweist Stifters Erzählung damit zugleich auf die Funktion, die all jene Bilder übernehmen, die nicht im Feuer landen, sondern in Museen, in Wohnungen und in Alben aufbewahrt werden, damit Vergangenes gegenwärtig bleibt oder anders gesagt, damit es in Nachbildern seiner selbst fortexistiert. Nachbilder, die selbst Reste einer verlorenen Zeit sind, aber diese Zeit zugleich ins Jetzt verlängern und dafür sorgen, dass die Nachwelt mit ihr so schnell nicht fertig wird. Peter Geimer hat seit 2010 die Professur für neuere und neueste Kunstgeschichte an der Freien Universität inne und leitet gemeinsam mit eine Forschergruppe leitet, die sich mit der Geschichte und Ästhetik der Bildevidenz beschäftigt. In diesem Kontext sind auch die Arbeiten zur Historienmalerei, zur Fotografie und zum Historienfilm angesiedelt, in die Peter Geimer uns mit seinem heutigen Vortrag einen Einblick gibt. Um die Nachbilder der Geschichte ging es aber auch bereits in seiner Dissertation zu Winkelmanns Antike, die 2002 unter dem Titel »Die Vergangenheit der Kunst – Strategien der Nachträglichkeit im 18. Jahrhundert« erschienen ist. Im Zentrum der jüngeren Arbeiten stand dann vor allem die Fotografie. Und ich möchte zumindest die Studie »Bilder aus Versehen – Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen« erwähnen, die jetzt in diesem Jahr auch in englischer und französischer Übersetzung herausgekommen ist, sowie den Band »Theorien der Fotografie«, der inzwischen bereits in 5. Auflage vorliegt. Ein weiterer Essayband ist 2013 mit dem Titel »Derrida ist nicht zu Hause – Begegnungen mit Abwesenden« erschienen. Heute Abend freuen wir uns, dass du anwesend bist. Du sprichst über das Thema unvollendete Vergangenheit, Geschichte und ihre Nachbilder. Lieber Peter, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Ja, herzlichen Dank, liebe Ete, für diese wunderbare Einführung und die Erinnerung an das schöne gemeinsame Seminar und vielen Dank an die Veranstalter für diese ehrenvolle Einladung, hier in der Reihe sprechen zu können. Ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen, in dem es um die Frage der Darstellbarkeit oder Nichtdarstellbarkeit von Geschichte geht. Dieses Projekt behandelt Malereien, Fotografie und Filme und ich gehe davon aus, dass für dieses Thema der Darstellbarkeit die medialen Unterschiede zwischen diesen Medien Malerei und Fotografie entscheidend sind. Ich werde heute nicht, ich hoffe, dass Sie mir das nachsehen, über den Historienfilm sprechen. Das habe ich in dem Abstract erwähnt, aber habe dann erstens gemerkt, dass das zu viel gewesen wäre, Filme zu zeigen. Dauert ja immer eine gewisse Zeit. Und es ist aber auch so, dass ich als eher Foto- und Malereihistoriker irgendwie immer noch Probleme damit habe, dass sich die Filmbilder immer so viel bewegen. Also das kommt dann irgendwann später mal, aber heute beschränke ich mich also auf Malerei und Fotografie.
Die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Man hat von ihr gehört oder gelesen. Man erinnert sich an sie, sortiert ihre Hinterlassenschaften oder macht sich nachträglich ein Bild davon, was sie gewesen ist. Aber niemand, jedenfalls niemand unter uns Lebenden, wäre jemals in die Vergangenheit zurückgekehrt. Keine Erinnerung, keine Einfühlung, keine Rekonstruktion zeigt mehr als ein fragmentarisches, lückenhaftes Bild. Dieser Entzug zeigt sich am auffälligsten dort, wo historische Zeugnisse unlesbar und unkenntlich geworden sind oder wo sie gänzlich aus der Überlieferung herausgefallen sind. Auf seiner Reise durch Sizilien lässt Goethe im April 1787 das antike Syrakus am Wegesrand liegen, denn, so notiert er im Tagebuch, Zitat, von dieser herrlichen Stadt ist nichts als der prächtige Name geblieben. Zwei Tage zuvor hatte Goethe in Agrigent an der Seite des Zeichners Christoph Heinrich Kniep vor den Resten des Jupitertempels gestanden und den Bau in der Landschaft liegen gesehen, Zitat, wie die Knochenmasse eines Riesengerippes. Für pittoreske Stimmungsbilder war es angesichts der bis zur Unkenntlichkeit entstellten Reste zu spät. Und die Reisenden machten die verstörende Erfahrung, dass es noch einen Verfall über den Verfall hinaus gab. Selbst Ruinen verfallen. Man verließ den Schauplatz, Zitat Goethe, mit dem unangenehmen Gefühle, dass hier für den Zeichner gar nichts zu tun sei. Dabei waren die Reisenden in den Trümmern des Jupitertempels nicht einmal dem äußersten Zustand der Unkenntlichkeit begegnet. Von den Reiseführern in Rom schreibt Winkelmann, dass sie auch dort noch nach Vergangenem suchen, wo längst alle sichtbaren Spuren vernichtet sind. Man kenne den Ort, wo der Feldherr Pompeius im alten Rom sein Haus stehen hatte, Zitat Winkelmann, was weiß man aber mehr, wenn man diesen Ort, wo nicht die geringste Spur von einem alten Gebäude ist, gesehen hat. Zitat Ende. In der äußersten Vergangenheit waren selbst noch die Reste verschwunden. Zitat Winkelmann, diese Orte sind alle durchwühlt, von der Anzeige derselben bleibt weniger im Gedächtnis als die Spur von einem Schiff im Wasser. Winkelmanns Bild des Vergessens beschreibt vor allem das Verschwinden physischer Reste und mit ihm den Verlust an Sichtbarkeit. Den Reiseführern, die in Rom in die Leere verschwundener Behausungen zeigten, blieb aber immerhin das Zeugnis der Schrift. Auch wenn vom Haus des Pompeius nichts mehr zu sehen war, so hatten sich doch Beschreibungen erhalten. Und was in den Quellen aufgehoben war, verschwand niemals ganz. Wo jedoch die Überlieferung abbrach, konnte das Altertum nicht einmal sachgerecht verschwinden. Zitat, was nicht mehr ist, schreibt Winkelmann, ist, als wenn es nimmermehr gewesen ist. Das historische Gedächtnis stößt hier an seine äußerste Grenze. Den Nullpunkt der Überlieferung. An diesem Punkt ist nicht zu entscheiden, ob Zeugnisse spurlos verschwunden sind oder erst gar nicht vorhanden waren. Ein Jahrhundert nach Winkelmann beklagt Friedrich Nietzsche bekanntlich nicht den Mangel an Überlieferung, sondern im Gegenteil ihren Überschuss. Das Insistieren einer Vergangenheit, die nicht verschwinden will. Denn das Vergangene muss nicht unbedingt gesucht, heraufbeschworen und aus Fragmenten wiederhergestellt werden. Die Geschichte hält sich im Modus der Latenz und sie erscheint zuweilen auch ungefragt und behelligt die Gegenwart als Überrest, Fragment und Gespenst. Es ist ein Wunder, schreibt Nietzsche, der Augenblick im Husch da, im Husch vorüber, vorher ein Nichts, nachher ein Nichts, kommt doch noch als Gespenst wieder und stört die Ruhe eines späteren Augenblicks. Während Winkelmann und Goethe also beobachten, dass die Geschichte sich zusehends entzieht, erinnert Nietzsche an die ebenso zutreffende Wahrheit, dass man sie nicht los wird. Zitat Nietzsche nochmal, das historische Wissen strömt aus unversieglichen Quellen immer von Neuem hinzu und hinein. Das Fremde und Zusammenhanglose drängt sich, das Gedächtnis öffnet alle seine Tore und ist doch nicht weit genug geöffnet. Angesichts der Gefahr, an der Historie zugrunde zu gehen, kultiviert Nietzsche die Kunst und Kraft, vergessen zu können und wendet sich gegen die verhängnisvolle Neigung des Menschen, Zitat, immerfort am Vergangenen zu hängen. Ein Jahrhundert später weiß auch die Systemtheorie von der, Zitat, Gefahr der Geschichte für die Gegenwart. Und auch ihr erscheint das zu viel an Überlieferung als Szenario der Überflutung. Die Vergangenheit, schreibt Niklas Luhmann, überströmt geradezu die Gegenwart, um ihr zu bestreiten, dass sie sein muss, wie sie ist.
Als entscheidendes Merkmal der Geschichte gilt hier ihre Funktion als, so Luhmann, Kontingenzbeweis. Zitat: Die Relikte vergangener Kulturanstrengungen werden, was immer ihr immanenter Wert ist, als Zeugen gegen die Gegenwart aufgerufen. Luhmann nennt Beispiele aus der Lebenswelt und gelangt hier zu einer für die Systemtheorie sonst nicht unbedingt üblichen Anschaulichkeit. Zitat Luhmann: Man zelebriert alte Musik wieder auf alten Instrumenten, obwohl und weil es Instrumentenentwicklungen gibt, die einen besseren Klang ermöglichen. Fabriken im Stile von Tudor-Schlössern werden, wenigstens als Fassade, das genügt vollauf, gerettet. Dahinter steht, so in Bielefeld, ein Supermarkt. Die letzten Scheußlichkeiten des Fin de siècle werden Gegenstand heftigster kommunalpolitischer Auseinandersetzungen. Man bewahrt Spinnräder und Dampflokomotiven, nicht mehr verwendbare Fördertürme, hölzerne Küchenschränke und Kuchenformen aus Kupfer. Zitat Ende. Ähnlich wie Nietzsche begreift auch Luhmann das Beharren der Vergangenheit also nicht einfach als Schicksal, das eine Gesellschaft zu erdulden hätte. Der Überschuss wird auch gezielt herbeigeführt. Geschichte wird, so noch einmal Luhmann, restauriert, gepflegt, erhalten und gegen den ihr bestimmten Untergang verteidigt. Es sind also bereits drei verschiedene Modi des Vergangenen, die ich hier andeutungsweise benannt habe. Erstens das Vergangene als Entzogenes, als Verlust, Abwesenheit, historiografisches Rauschen. Zweitens das Vergangene als Störung, als Latenz, als Überrest oder Wiedergänger, der die Gegenwart in Unruhe versetzt. Drittens das Vergangene als Reservoir abgelegter Ereignisse oder Objekte, das nicht einfach noch da ist oder zurückkehrt, sondern das man bewusst und aktiv befragt, ausgräbt, konserviert, präsentiert. So hilfreich diese Dreiteilung in heuristischer Hinsicht zunächst auch ist, wird man es in den meisten Fällen wohl mit Verflechtungen dieser Erscheinungsformen zu tun haben. Das Vergangene ist nicht einfach anwesend oder einfach abwesend. Entzug und Vergegenwärtigung treten im Verbund auf. Anachronismus ist nicht zu vermeiden. Anders wäre mein Beitrag auch nicht zu verstehen in einer Vortragsreihe, die den Potenzialen des Unfertigen gewidmet ist. Das Vergangene ist non finito. Innerhalb dieses knapp umrissenen Feldes einer anachronistischen Betrachtung der Zeit konzentrieren sich die folgenden Überlegungen auf die besondere Bedeutung der Bilder. Auch wenn im Umgang mit der Geschichte der Erzählung und schriftlichen Überlieferung traditionellerweise der größere Stellenwert eingeräumt wird, speist sich die historische Einbildungskraft doch maßgeblich auch aus Bildern. Es geht mir im Folgenden deshalb weniger um den Versuch einer erkenntnistheoretischen Klärung der beschriebenen Anachronismen, als vielmehr um deren ästhetische Dimension, um die unvollendete Vergangenheit als eine Frage der Darstellung. Kommen wir also zu den Bildern. Beim Betreten der Pariser Metrostation Rue du Bac konnten Reisende im Frühjahr 2016 eine eigentümliche Begegnung mit der Geschichte machen. In der Abgeschlossenheit des unterirdischen Gewölbes empfing sie, neben dem vertrauten Anblick der weißen, alle Metrostationen durchziehenden Kacheln, ein lebensgroßes Bild, das schon auf den ersten Blick von den üblichen Motiven der sonst dort angebrachten Werbeplakate abwich. Sein Pathos erinnerte an Historiengemälde des 19. Jahrhunderts und in der Nachbarschaft des metallenen Gehäuses eines Getränkeautomaten, aus dessen Inneren ein leises Brummen nach außen drang, nahm sich das Bild wie ein Fremdkörper aus. Ja, es wäre nett, wenn man ein bisschen abdunkeln könnte. Dankeschön. Eine gewaltige Szenerie war hier aufgefahren. Ein kaum entzifferbares Ineinander von Tier- und Menschenkörpern, theatralisch aufgetürmt im Halbrund eines Amphitheaters. Unter den Worten Puy du Fou las man am unteren Rand des Bildes einen Satz, der das Dargestellte weit zurück in die Vergangenheit versetzte, es von dort aber zugleich wieder in die Gegenwart zurückholte. L'histoire n'attend que vous. Die Geschichte wartet auf Sie. Oder genauer, die Geschichte wartet nur auf Sie. Oder noch freier übersetzt und unter Wahrung der im Französischen mitschwingenden Negation: Die Geschichte hat gar nichts anderes zu tun, als gerade auf sie zu warten. L'histoire n'attend que vous. Während also die Passanten in den orangefarbenen Schalen sitzen, ihren Gedanken nachhingen und das Eintreffen der nächsten Untergrundbahn erwarteten,
wartete hinter ihnen in der ganzen Pracht ihrer theatralen Entfaltung die Geschichte. Sie erschien in Gestalt römischer Gladiatoren, als angeketteter Sklave und Ritter mit herabgelassenem Visier, als Musketier der königlichen Garde, schließlich als Edelfrau im Renaissancegewand, umgeben von Dienerinnen in römischer Toga. Bestieg man von hier aus die Bahn der Linie 12 in Richtung Saint-Lazare und wechselte dort auf die Linie 9 nach Süden Richtung Pont de Sèvres, begegnete man der Geschichte ein zweites Mal im Gewölbe der Station Alma-Marceau. Die Schalensitze waren nun blau, aber die Geschichte hatte sich auch hier zu einer dramatischen Choreografie formiert, und das Versprechen, das mit ihrem unerwarteten Durchbruch in die Gegenwart gegeben wurde, lautete abermals L'histoire n'attend que vous. Die Geschichte wartet nur auf Sie. Der nicht ganz abwegigen Vorstellung, dass Geschichte auch etwas mit Vergangenheit und Unwiederholbarkeit zu tun hat, wurde hier das Bild einer vollständig intakten Geschichte entgegengehalten. Die Geschichte wäre demnach nicht nur nicht vergangen, sie wäre unverändert anzutreffen und mehr noch, es gäbe einen Ort, an dem sie sich an uns richtet und unser Kommen bereits erwartet. Dieser Ort wurde auch benannt. Die Plakate warben für einen Besuch des historischen Themenparks Puy du Fou in Les Espèces im Westen Frankreichs, wo seit 3 Jahrzehnten kostümierte Schauspieler in rekonstruierten Kulissen historische Stoffe aufführen. Ich bin bislang da noch nicht gewesen, ich will aber mal dahin fahren. Aber im Grunde genommen werde ich heute, da ich da nicht war, nichts über diesen Park sagen können, sondern beziehe mich eher darauf, wie dieser Park bildlich in Erscheinung tritt. Hier zeige ich Ihnen eine Seite von der Homepage. Man kann dort eben auch Hotels buchen und auch eben in einer sprechenden, historisierenden Umgebung wohnen. Also Sie können hier anklicken, Antike, Mittelalter, Renaissance, 17. Jahrhundert in Frankreich, sonstige. Und dort steht auf der Homepage, Zitat, im Puy du Fou vergessen die Besucher das 21. Jahrhundert. Bei Tag und Nacht begeben sie sich auf eine große Reise durch die Zeit und wählen dabei ihr Zeitalter, ihr Spektakel und ihre Gastronomie in aller Freiheit aus. Und ich zeige Ihnen jetzt einen kurzen, ganz kurzen Clip von dieser Homepage auch. Eine Gastgeberin im Renaissancegewand empfängt die Zeitreisenden in ihrem historischen Schloss. Die totgeglaubten Akteure der Geschichte verlebendigen sich. Ein steinernes Grabmal beginnt zu atmen. Die metallischen Rüstungen beleben sich und heben den Arm in die Höhe. Ich betreibe nicht nur Geschichte in dem Sinne, dass ich historische Texte produziere, notiert 1970 der Historiker Michel de Certeau. Ich gelange durch meine Arbeit auch zu dem Bewusstsein, dass etwas geschehen ist, das heute abgestorben ist und in lebendiger Form unerreichbar geworden ist. De Certeau erinnert daran, dass es für den Historiker nur dort ein Vergangenes gibt, Zitat, wo er in der einen oder anderen Form einen Widerstand von etwas begegnet, das nicht mehr existiert. Das ist sozusagen für den Vortrag ein ziemlich wichtiger Satz, der auch mehrfach wiederkommt. Ein Widerstand von etwas, das nicht mehr existiert. Weiter de Certeau. Wenn die Arbeit des Historikers eine Bedeutung hat, so ist es die Fremdheit herauszubringen, so wie eine Fabrik Autos herausbringt. Und diese für die Geschichte konstitutive und für die Geschichtsschreibung konstituierende Differenz zu produzieren. Die Abwesenheit ist für den historischen Diskurs die Möglichkeitsbedingung, die er in seiner Entfaltung enthüllt. An anderer Stelle hat de Certeau die Arbeit des Historikers mit der Tätigkeit eines Clochards verglichen, Zitat, der, wenn er aus dem Müll die Reste eines Menüs oder von Kleidern ausgräbt, mit diesen Sachen von dem Haus träumt, in das er nie eintreten wird, oder von dem Essen und den privaten Verhältnissen, die er nie kennenlernen wird. Zunächst macht der angehende Historiker mit den Überresten, die er in den Archiven sammelt oder aus den Quellen schöpft, nichts anderes. Er rekonstruiert eine Welt, immer noch de Certeau, er rekonstruiert eine Welt, die er niemals betreten wird.
Da ich von einem 100-jährigen Staub geschwärzte Papiere prüfen musste und genötigt war, ein auseinandergefallenes Vokabular zusammenzuschustern, ein gelehrter Bastler in den schweigsamen Regionen der Stadt- und Landesarchive zu sein und in den Benutzersälen der Bibliotheken zu wohnen, Grotten, wo die Leichen von einst konserviert und ausgegeben werden, Worte zu lesen hatte, die sich auf fremdartige Erfahrungen, Lehren und Situationen bezogen, aber ohne sie jemals hören zu können, sah ich die Welt, deren Reste ich inventarisierte, sich langsam entfernen. Sie entschlüpfte mir, oder vielmehr fing ich an, mir dessen bewusst zu werden. Dieser Moment, dieses stets erneute Aufbrechen in die Zeit, gebiert den Historiker. Die Abwesenheit konstituiert den historischen Diskurs. De Certeau erinnert hier an den Umstand, dass Geschichte sich nicht wiederherstellen lässt und Historiker und Historikerinnen, also Sachverwalter von Fragmenten, Spuren und Resten sind. Die Unwiederholbarkeit des Vergangenen markiert für De Certeau aber nicht den Kollateralschaden einer auf möglichst vollständige Wiederherstellung bedachten Geschichtswissenschaft, sondern die unvermeidbare Bedingung, mit der jede sinnvolle Beschäftigung mit Geschichte rechnen muss. Am Beginn steht nicht die ungebrochene Präsenz, die Kontinuität und Fülle einer vergangenen Zeit, ebenso wenig aber auch die Tabula rasa. Mit seinem Bild des Clochards beschwört De Certeau auch das Potenzial der Überreste, die Persistenz des Abfalls und erinnert daran, dass es für den Historiker nur dort ein Vergangenes gibt, Zitat nochmal, wo er in der einen oder anderen Form einen Widerstand von etwas begegnet, das nicht mehr existiert. Die Plakate vom Frühjahr 2016 erzählten eine ganz andere Geschichte. Wo De Certeau von 100-jährigem Staub, von Überresten, Lumpen und Leichen spricht, stellen die Tafeln ein Bild der Geschichte vor Augen, das vollkommen intakt ist und durch keine Leerstelle, keine Lücke in der Überlieferung unterbrochen wird. Hier zeige ich Ihnen die beiden Bilder nochmal nicht mehr in der Metro-Ansicht, sondern von der Homepage, deswegen auch die Schrift diesmal auf Englisch. History is just waiting for you. Im Gegenteil, als habe ein Horror Vacui die Gestalter umgetrieben, herrscht auf den Bildern eine visuelle Überfülle, die es erst dem zweiten Blick ermöglicht, sich im dichten Treiben zurechtzufinden. Überall werden Schwerter gezogen, Lanzen gestreckt, Bögen gespannt und Flaggen gehisst, sinken Frauen in Ohnmacht, brüllen Löwen. Und noch in den Randzonen des Bildes, wo endlich einmal Ruhe einkehren könnte, hat ein Wachturm Feuer gefangen, drängt sich ein Raubvogel ins Bild, prescht ein römischer Streitwagen voran. Auch besticht die Detailgenauigkeit, mit der die Geschichte ins Bild tritt. Die Bilder sind nicht nur bis an den Rand mit Details gefüllt, diese Details sind auch in geradezu hyperrealistischer Schärfe wiedergegeben. Der flüchtige Lichtglanz auf dem Metall einer Rüstung ist mit der gleichen Genauigkeit festgehalten wie die gestickte Krause eines ledernen Handschuhs, die Falten im Stoff einer wehenden Fahne oder die Perlen im Brokat eines Kleides. Kein Sfumato, keine Patina, kein nebelhaftes Ungefähr, das Vergangene zeigt sich in der hyperrealistischen Schärfe einer Computersimulation. Die Gestalter bedienten sich dabei eines Mittels, das bereits das Theater, die Historienmalerei und der Historienfilm verwendet hatten, nämlich der Rekonstruktion jenes historischen Settings, das Hegel mit einem schönen Begriff die Außengestalt der alten Zeit genannt hat. In seinen Vorlesungen zur Ästhetik erinnert Hegel daran, dass jeder Versuch der Rekonstruktion einer abgelaufenen Zeit Erfahrungen von Fremdheit mit sich bringt. Zitat. Maler wählen vornehmlich Stoffe aus vergangenen Zeiten, deren Bildung, Sitten, Gebräuche, Verfassung, Kultus verschieden ist von der gesamten Bildung ihrer eigenen Gegenwart. Nun ist der Künstler wohl in dem allgemeinen Pathos des Menschlichen und Göttlichen ganz zu Hause, aber die vielfach bedingende Außengestalt der alten Zeit selber haben sich wesentlich geändert und sind ihm fremd geworden. Zitat Ende. Die Außengestalt der alten Zeit ist der eigenen Zeit fremd geworden und jeder Versuch, das abgelegte Zeitkostüm in der Gegenwart noch einmal anzulegen, bewirkt, so Hegel weiter, eine Kollision. Zitat. Bei dieser Kollision nun unterschiedlicher Zeiten fragt es sich, wie ein Kunstwerk in Betreff auf die Außenseiten des Lokals die religiösen, sozialen, sittlichen Zustände gestaltet sein müsse.
Ob nämlich der Künstler seine eigene Zeit vergessen und nur die Vergangenheit und deren wirkliches Aussehen im Auge behalten solle, sodass sein Werk ein getreues Gemälde des Vergangenen wird, oder ob er nicht nur berechtigt, sondern verpflichtend sei, nur seine Nation und Gegenwart überhaupt zu berücksichtigen und sein Werk nach Ansichten zu bearbeiten, welche mit der Partikularität seiner Zeit zusammenhängen. Ein großes Problem der Historienmalerei des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Außengestalt umfasst neben den originalen Lokalitäten, den Waffen, Gerätschaften und Gebrauchsgegenständen der Vergangenheit, vor allem die Kleidung. Jene Außenhülle der historischen Akteure, die der beständigen Veränderung unterliegen und zum Indikator des Vergangenen werden. Es ist häufig bemerkt worden, dass der unbedingte Wille zur historisch korrekten Rekonstruktion an seinen eigenen Beglaubigungseffekten zu kollabieren droht. Gerade dort, wo die nachgemachte Echtheit die Distanz zum Vergangenen überspielen will, bringt sie diese erst recht zum Vorschein. Was den Bruch kaschieren sollte, macht diesen umso sichtbarer. Wie viele morphologische Anachronismen gibt es in dieser Hinsicht, bemerkt Roland Barthes bereits 1964. Wie viele ganz und gar moderne Gesichter, die auf naive Weise auf falschen Halskrausen sitzen und in gefälschten Drapierungen posieren. Hier liegt bekanntlich eines der gravierendsten Probleme des Historienfilms: römische Senatoren mit Sheriffsgesichtern. Ja, also hier denkt Barth wahrscheinlich an römische Filme, und durch die antike Maskierung hindurch sehen wir sozusagen die amerikanischen Physiognomien. Barth noch weiter: das veristische Kostüm produziert unfehlbar folgenden Effekt: man sieht die Wahrhaftigkeit sehr wohl, aber man glaubt ihr nicht. On voit bien que c'est vrai, et pourtant l'on n'y croit pas. Übrigens eine Stelle, die mir, vielleicht kommen wir darauf zurück, nicht ganz klar ist oder die zumindest nicht unproblematisch ist. Sie wissen, dass Barth in der Hellen Kammer eine ungeheure Passion für Details entwickelt, die er hier verurteilt. Ja, ich glaube, es hat damit zu tun mit der Spezifik der Fotografie, die Barth der Fotografie zuschreibt, sodass er sagt, in der Fotografie muss das auch so sein, oder es entspricht eigentlich dem Wesen der Fotografie, dass sie diesen Überschuss an Details zeigt, während die Malerei, die das, oder diese Art von Simulation hier, übertrage ich es jetzt mal, die das versucht, offenbar hier in seinem Register ihm problematisch erscheint. Also da könnte man oder müsste man sich ja nochmal fragen, im Namen welcher Wahrheit eigentlich wird hier diese veristische Archäologie eigentlich kritisiert von Barth. Also vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf zurück. Nach Barth produziert er, so nennt er das, archäologische Verismus nicht nur zu viele und sinnlos exakte Details, und das ist genau das, was Barth in der Fotografie ja gut findet, ja, alles, was sozusagen sinnlos mitregistriert wird. Ich komme mal gleich vor allen Dingen am Beispiel von Krakau auf diesen Aspekt. Also produziert er der archäologische Verismus nicht nur zu viele und sinnlos exakte Details, sondern diese stehen zudem noch in sichtbarem Missverhältnis zu den Jetztzeitgesichtern der Darsteller. Anachronistisch ist im vorliegenden Fall aber nicht nur dieses Durchschimmern der Gegenwart durch die historische Einkleidung der Akteure hindurch, sondern auch das unmittelbare Nebeneinander von Akteuren unterschiedlicher Zeiten. Ein Ritter kämpft Seite an Seite mit einem Musketier und einem römischen Gladiator. Geschichte wäre demnach ein Reservoir, das alle Register der Vergangenheit gleichzeitig zur Verfügung hält. Ein Wochenende im historischen Themenpark Puy du Fou ist vermutlich nicht jedermanns Sache. Aber es wäre doch zu leicht, durch Certeaus Entwurf einer gleichermaßen abwesenden und widerständigen Geschichte gegen den Entwurf ihrer Reanimierbarkeit auszuspielen, zu leicht, die aufgeklärte Stimme der Wissenschaft gegen die Fiktion eines historischen Schauspiels ausspielen zu wollen. Und ein Grund, warum das, glaube ich, auch ein sehr aktuelles Thema ist, darauf gehe ich jetzt nicht weiter an, sind die historischen Museen, die meiner Meinung nach genau das Problem haben, was sich hier in Puy du Fou nicht als Problem stellt, nämlich die ganze Idee der Reanimierung. Also sehr viele historische Museen, zum Beispiel das Haus der Geschichte in Bonn, wirbt eben damit, Erlebnisgeschichte, wiederbelebbare Geschichte, lebendige Geschichte und so weiter. Und ich glaube, dass man damit eigentlich alle diese Fragen,
die sich hier sozusagen nicht stellen, weil es hier geht es um keine Frage. In dem Puy de Fou geht es auch nicht um irgendeine faktisch valable Rekonstruktion, sondern da ist, so wie ich das verstehe, Geschichte einfach ein Stoffreservoir. Aber sobald man eben, wie Museen das tun, einen Anspruch auf irgendwie historische Korrektheit oder verbindet, denke ich, stellen sich diese ganzen Probleme. Also mein Punkt war, um nochmal zu resümieren, es ist, glaube ich, zu einfach, das sozusagen abzutun und zu sagen, das sind Probleme, die einen nicht betreffen, wenn man Geschichtswissenschaftler oder Geschichtswissenschaftlerin ist. Genau diesen Punkt, das lese ich jetzt noch vor, hat de Certeau auch ganz klar so benannt. Zitat Certeau nochmal. Die abendländische Geschichtswissenschaft liegt mit der Fiktion im Kampf. Dieser Bruderkrieg zwischen der Geschichte und den Geschichten reicht weit zurück. In ihrem Kampf gegen das genealogische Fabulieren, gegen die Mythen und Sagen des kollektiven Gedächtnisses oder das Ausufern der mündlichen Tradition, erzeugt die Historiografie eine Distanz zum Alltagsgerede und Aberglauben, in der sie sich ansiedeln kann. Es ist diese Differenz zur Alltagssprache, die ihr den Ruf der Wissenschaftlichkeit einbringt. Immer noch de Certeau, der Historiker kann deren Bereich nur erobern, indem er ihre Fehler feststellt. So gesehen stellt die Fiktion innerhalb einer Kultur das dar, was die Historiografie als Irrtum einsetzt, um ihren eigenen Bereich abgrenzen zu können. Also die Geschichtswissenschaft braucht sozusagen die Fiktion, um ihre eigene Vorstellung von Nicht-Fiktionalität aufrechterhalten zu können. Ein schönes Beispiel dafür wäre, glaube ich, ein Interview, das einige Jahre vor seinem Tod Ernst Wähler der FAZ gegeben hat. Da geht es um den Film Rommel, also auch ein Historienfilm, der Rommels Leben rekonstruiert. Und Wähler sagt erstmal, er hat überhaupt gar kein Problem damit, dass in diesem Film oder dass Geschichte fiktionalisiert wird, und sagt dann, aber Hitler hatte grüne Augen und der Schnurrbart saß auch schief in dem Film. Ja? Also er räumt sozusagen erstmal ein, kein Problem als Historiker mit Fiktionalisierung, aber dann bitte mit historisch korrektem Schnurrbart. Ja? Und ich glaube, das ist symptomatisch für das, was de Certeau schreibt. Also der eigentlich zwangsläufig misslingende Versuch der Geschichtswissenschaft, eine klare Trennlinie zur Fiktion zu ziehen. Insofern lässt sich gegen den historischen Themenpark jedenfalls nicht einwenden, dass Geschichte hier zum Anachronismus wird. Das geschieht, wenn auch auf andere Weise und mit anderen Zielsetzungen, in der Geschichtswissenschaft auch. Festzuhalten bleibt aber vielleicht doch eine Beobachtung, ein, wenn man so will, Symptom dieser Spielart der historischen Animation. In dieser Welt gibt es keine Toten. Alle kämpfen, aber niemand stirbt. Vielleicht müssen die Kämpfenden im nächsten Augenblick tödlich getroffen zu Boden stürzen, aber der Augenblick, der hier auf Dauer gestellt ist, zeigt sie in ewiger Vitalität, aktiv und unsterblich. Die Geschichte wartet auf sie und sie hinterlässt keine Toten. Und ich komme jetzt zu einem, das ist ein gewisser Schnitt an dieser Stelle, ich komme jetzt zu einem, zu einer ganz anderen Form, mit dieser ganzen Frage des Anachronismus umzugehen. Im Oktober 1861 erhielt Adolf Menzel den Auftrag zu einem Historienbild der Krönung Wilhelms I. zum König von Preußen. Menzel hatte der Krönungszeremonie in der Schlosskirche im ostpreußischen Königsberg beigewohnt. Ein halbes Jahr später wurde ihm zur Ausführung des monumentalen Bildes ein Saal im Berliner Stadtschloss zugeteilt. Dieser Wachsaal der königlichen Garde diente zugleich als provisorischer Aufbewahrungsort für Exponate der historischen Rüstkammer. Bevor man Menzel den Saal im April 1862 überließ, wurden die Sammlungsobjekte, um Platz für die Leinwand zu schaffen, teils an den Wänden montiert, teils dort aufgereiht oder in der benachbarten Offiziersstube abgestellt. Entschuldigung, ich habe ein Bild vergessen, wie ich sehe. Das müssen Sie jetzt sich vorstellen, aufgrund meiner Beschreibung. Das ist aber auch nicht so ganz so, naja. Auf einer flüchtig hingeworfenen Skizze hat Menzel den Gang der Arbeiten festgehalten. Eine Skizze, die er auf einen Geburtstagsbrief notiert hat. Um mich her ein Getöse, schreibt er in diesem Brief. Während, das zeigt jetzt diese Skizze, während Gehilfen die riesige Leinwand auf den Keilrahmen nageln und eine Arbeitsplattform für den kleinwüchsigen Maler zimmern, macht sich im Vordergrund ein Soldat am Abtransport einer mittelalterlichen Rüstung zu schaffen. Er hält den Holzständer fest in der Hand und lässt das Gewicht der Rüstung auf seinen Schultern ruhen. Und für einen Augenblick mag es scheinen, als seien die beiden dort, der leibhaftige Soldat und der leblose Körper mit seinen herabhängenden Gliedern aus Metall,
in einem eigentümlichen Tanz begriffen, der Lebendes und Lebloses vereint. Nachdem Menzel im Dezember 1865 die Arbeit am Krönungsbild beendet hatte, wurde die Leinwand abtransportiert und neben den zur Seite geschobenen Malutensilien blieben im Saal die abgestellten Rüstungen zurück. In den folgenden Wochen entstand eine Reihe von ca. 20 Bildern, auf denen Menzel die Belebung der historischen Rüstungen imaginiert. Eine von ihnen, eine Gouache mit Bleistift auf hellbraunem Papier, zeigt eine Gesellschaft der metallenen Wiedergänger, die sich aus der Tiefe des Bildraums auf uns zubewegt. Helles, von vorne kommendes Licht lässt die Rüstungen aufglänzen. In der Mitte des Bildes verharrt eine Gestalt und hält ihren Kopf leicht zur Seite geneigt in Richtung des Betrachters. Man ahnt, dass hinter dem zugeklappten Visier ein Blick auf uns gerichtet ist. Die Begegnung driftet ins Unheimliche, sobald man bemerkt, dass dieses Gegenüber kein Mensch sein kann. Wo der rechte Arm der Figur erscheinen müsste, blickt man tief in das dunkle Innere der hohlen Rüstung hinein. Auf einem anderen Blatt der Serie hat Menzel diesen Effekt noch gesteigert. Die Prozession der Wiedergänger defiliert diesmal am Betrachter vorbei. An der Spitze des Zuges beugt sich eine Gestalt nach vorne und hält den Blick auf einen Punkt außerhalb des Bildes gerichtet, während in den Höhlungen der Rüstungen auch hier wieder die schwarze Leere hervortritt und der Körper darunter entweder noch nicht vollständig Gestalt angenommen hat oder aber im Begriff ist, in der Ununterscheidbarkeit des Bildgrundes zu verschwinden. Daneben ist eine Gestalt zu sehen, die offenbar eine Drehung beschrieben hat und ihren Weg nun in Gegenrichtung fortsetzt. Die Ansicht gewährt einen Blick unter den Sturmhelm des Voranschreitenden und zeigt die Abwesenheit eines Gesichts, ein undurchdringliches Schwarz. Die Blätter sind, so schreibt Werner Busch, bewusst unvollendet. Zitat Ende. Unvollendet, weil Menzel die Dargestellten zeichnerisch im Zustand ihrer Unabgeschlossenheit belassen hat. Bewusst unvollendet, weil er diesen Zustand der Unabgeschlossenheit mit seiner Signatur und der Datierung des Blattes besiegelt und gleichsam auf Dauer stellt. In seinen Rüstkammerfantasien, ein Begriff, den Menzel selbst verwendet hat für diese Serie von Gouachen, in seinen Rüstkammerfantasien zeichnet Menzel das Bild einer Vergangenheit, die nicht abgeschlossen ist, die man für abgestorben hielt und im Depot der Geschichte aufbewahrte, die in Gestalt ihrer eigenen Überreste aber noch einmal zurückkehrt. Anders als die Plakate der Pariser Metro und ihr Versprechen L'histoire n'attend que vous, zeigen Menzels Bilder keine Vergangenheit, die in ihrer ganzen Fülle noch da wäre, sondern eine, die aus ihrer eigenen Abwesenheit heraus spricht, eigentümlich aktiv, aber ohne Gesicht. Als historische Artefakte gehören die Rüstungen, um noch einmal Hegels Begriff zu verwenden, zur Außengestalt der alten Welt. Sie gehören zu dem, was physisch übrig bleibt, wenn das Leben gewichen ist. Es ist Menzels Pointe, nicht die historischen Akteure, sondern deren zurückgebliebene Hüllen in Bewegung zu versetzen. Besonders eindrücklich geschieht das auf einem weiteren Blatt. Es zeigt drei Fragmente von Rüstungen, metallisch glänzend zwar, so schreibt Maria Riemann-Reyer, aber wie die leeren Puppen geheimnisvoller Nachtfalter, die ausgekrochen sind. Zitat Ende. Der auf den Boden gestützte Arm der liegenden rechten Gestalt macht eine Geste, wie um das Gewicht seines Körpers nach oben zu stemmen, aber außer der Hülle selbst gibt es gar keinen Körper. Die Schwärze ist hier wie aus dem Inneren des Hohlkörpers ausgelaufen. Die Vergangenheit erscheint auf diesen Bildern als etwas Unabgeschlossenes, von dem eine Unruhe ausgeht, das aber zugleich niemals zurückkehren wird. Ungeachtet der spezifischen kunsthistorischen Bedeutung, welche die Blätter im Œuvre Menzels gespielt haben mögen, zeige ich sie hier als Embleme einer unvollendeten Vergangenheit. Und mache hier wieder einen weiteren Schnitt und komme jetzt zur Fotografie, um ähnliche Fragen nochmal an die Fotografie oder an eine bestimmte Fotografie zu stellen und hoffentlich auch die Unterschiede zeigen zu, oder die Unterschiede, die ich sehe, zu dem, was Menzel macht.
Und hier muss ich einfach nochmal ausführlich auf Krakau eingehen, auch wenn viele von Ihnen diese Position wahrscheinlich schon kennen. Ich werde nicht sehr stark, was man auch vielleicht hätte tun müssen, auf das Geschichtsbuch von Krakau eingehen, also sein letztes Buch, in dem er, das will ich aber einfach in zwei Sätzen nochmal wiederholen, in dem Krakauer sich wendet gegen die Vorstellung, bei ihm vor allen Dingen am Beispiel von Collingwood festgemacht, gegen die Vorstellung, dass Geschichte immer eine rein nachträglich retrospektive Konstruktion ist. Also die Vorstellung, wir können ohnehin nicht die Vergangenheit rekonstruieren, wir können die Vergangenheit nicht wiederholen, es ist ohnehin immer nur eine einseitige nachträgliche Rekonstruktion. Das Argument, das Krakauer dem entgegenhält, ist, dass er sagt, was ist überhaupt ein Zeitgenosse? Ein Zeitgenosse ist immer mindestens Kind zweier Zeiten, nämlich die Zeit, in der er ist und die Zeit, in die er sich hinein imaginiert. Und in dem Zusammenhang bringt er diese interessante, aber auch vielleicht nicht unproblematische Formulierung der Selbstauslöschung. Ja, also die Faszination, die Krakau auch dafür hat, dass man sich zumindest partiell, indem man sich mit vergangenen Relikten beschäftigt, selbst auslöscht. Ja, also eine gewisse Spitze sozusagen gegen, ich sage es mal salopp, konstruktivistische Vorstellungen, Geschichtsschreibung ist ohnehin immer nur eine nachträgliche Konstruktion, die eben nicht mit diesem Widerstand rechnet, der de Certeau auch so stark interessiert. Und das will ich, das kann ich auch nicht im Einzelnen alles referieren, aber wie Sie vielleicht auch wissen, spielt eben die Fotografie und der Film auch in diesem Geschichtsbuch eine große Rolle. Und Krakau argumentiert, Fotografie und Geschichte sind eigentlich geradezu Modelle für die Arbeit des Historikers. Also so wie die Fotografie funktioniert, so arbeitet eigentlich auch der Historiker. Und das versuche ich jetzt später auch an einem Beispiel vor Augen zu führen. Wohl niemand hat die Zeitlichkeit der Fotografie so klar beschrieben wie Siegfried Krakauer. Krakauers Beispiel, wie gesagt, viele von Ihnen werden es kennen, aber es ist wichtig, glaube ich, das nochmal zu wiederholen. Krakauers Beispiel ist eine historische Fotografie, eine Aufnahme aus dem Jahr, also die er nicht zeigt, die es vielleicht auch nicht gibt, die er aber beschreibt. Eine historische Fotografie, eine Aufnahme aus dem Jahr 1864, die eine 24-jährige Frau zeigt, die im altmodischen Korsett im Atelier eines Hoffotografen posiert. Was Krakauer interessiert, ist das Ineinandergreifen der folgenden drei Zeithorizonte. Erstens die im Foto abgebildete Zeit, also jener längst vergangene Tag im Atelier des Hoffotografen. Zweitens die Zeitlichkeit des Bildes selbst, also jener Ausschnitt, den die Aufnahme aus dem Fluss der Ereignisse herausgelöst und für immer auf Dauer gestellt hat. Drittens der Zeitpunkt der Betrachtung, das Hier und Jetzt, in dem der Blick die alte Fotografie trifft. In der Betrachtung der historischen Aufnahme driften diese Horizonte auseinander. Das Foto von 1864 zeigt sich als Fragment aus einer Vergangenheit, das keinen lebendigen Anschluss an die Jetztzeit findet. Also das ist im Grunde, würde ich sagen, wieder die Erfahrung von Fremdheit, über die auch Hegel gesprochen hat. Also man ist konfrontiert mit Resten einer Zeit, die schon alleine durch ihre Mode eine Differenz markiert und als fremd erscheint. Jede Fotografie, schreibt Krakauer, muss wesentlich dem Zeitpunkt ihrer Entstehung zugeordnet sein. Zitat Ende. Über diesen Zeitpunkt weist die alte Fotografie nicht hinaus. Sie zeigt beharrlich immer denselben abgetrennten Augenblick der Vergangenheit und gibt kein Bild davon, was zuvor geschah oder was der Aufnahme noch folgte. Das historische Foto hat keine historische Umgebung. Die junge Frau von 1864, Zitat Krakauer, lächelt in einem fort, immer dasselbe Lächeln. Das Lächeln bleibt stehen, ohne noch auf das Leben zu weisen, aus dem es herausgenommen ist. Zitat Ende. In Krakauers Beschreibung dieser zeitlichen Struktur spielt die Mode eine entscheidende Rolle, da sie ein augenfälliger Indikator für das Vergehen von Zeit ist. Die Zeitgebundenheit der Fotografie, so Krakauer, entspricht genau der Zeitgebundenheit der Fotografie, so Krakauer, entspricht genau die der Mode. Zitat Ende. Während der Kleidungsstil der eigenen Zeit nicht als historisch wahrgenommen wird und insofern transparent ist, also uns fällt sozusagen die Historizität unserer eigenen Kleidung nicht auf, aber in 30 Jahren schaut man sehr irritiert auf die Sachen, die man da so getragen hat in der Vergangenheit, weil sie fremd geworden sind. Während der Kleidungsstil der eigenen Zeit nicht als historisch wahrgenommen wird und insofern transparent ist, wirkt die Kleidung einer vergangenen Epoche auffällig und befremdlich.
Aus der Gegenwart betrachtet wird aus der jungen Frau auf der alten Fotografie, Zitat Krakauer, ein archäologisches Mannequin, das der Veranschaulichung des Zeitkostüms dient, Zitat Ende. Mit Veranschaulichung meint Krakauer hier aber gerade nicht, dass die Aufnahme des Zeitkostüms samt seiner Trägerin über alle Zeiten hinweg lebendig erhält. Denn anschaulich wird auf dem Foto nicht die vergangene Zeit, sondern die Tatsache ihres Vergangenseins. Während die Zeit voranschreitet, bleibt das abgelichtete Kostüm im Bild zurück. Zitat Krakauer: Die Fotografie fasst den Restbestand, den die Geschichte abgeschieden hat. Der Anschein des Kostümierten und Abgelegten betrifft dabei nicht nur die Kleidung, sondern alles Gegenständliche im Bild. Im Sinne Krakauers ist alles auf einer alten Fotografie Gezeigte Teil der Kostümierung. Zitat: So zerbröckeln die Bestände, da sie nicht zusammengehalten werden. Das fotografische Archiv versammelt im Abbild die letzten Elemente der dem Gemeinden entfremdeten Natur. Krakauer macht noch einmal deutlich, wie sehr die besondere Zeitlichkeit der Fotografie an den Prozess der Aufzeichnung gebunden ist. Im Augenblick der Aufnahme nimmt die Fotografie das Dargestellte aus der Zeit heraus. Was im Moment der Aufnahme ins Bild eingeht, überlebt dort nicht. Das Bild hält das Dargestellte nicht auf Dauer lebendig, sondern bestätigt im Gegenteil seine Abgeschiedenheit. Deshalb führt die Betrachtung auch nicht zum Dargestellten zurück, nicht zur Erkenntnis des Originals, sondern zeigt, wie Krakauer schreibt, die Summe dessen, was von ihm abzuziehen ist. Zitat Ende. Im Augenblick der Aufnahme sondert sich das Leben ab, um später nur mehr als Rest erkennbar zu sein. Mit dieser fotografischen Vernichtung ist freilich nur die eine Seite dieses Vorgangs beschrieben. Denn zugleich bestätigt das Bild, dass die Abgebildeten im kurzen Augenblick der Aufnahme existiert haben. Die Großmutter war, Zitat Krakauer, für eine Sekunde in dem Raumkontinuum zugegen, das dem Objekt sich darbot. Ähnlich wie später Roland Barth koppelt Krakauer das Wissen um die Unwiederholbarkeit des Dargestellten an das gleichzeitige Bestätigungsvermögen der Fotografie. Die Fotografie, schreibt Krakauer, wird zum Gespenst, weil die Kostümpuppe gelebt hat. Durch das Bild ist bewiesen, dass die fremden Attrappen als ein selbstverständliches Zubehör in das Leben einbezogen worden sind. Zitat Ende. Das Foto leistet insofern kein Hervorholen des Vergangenen, das es aber zugleich auch sichtlich dementiert. Derselbe Widerstreit ist gemeint, wenn Krakauer schreibt, die Fotografie umfasse Bestände, Zitat, die eingeschrumpft sind, ohne es zugeben zu wollen. Krakauer ist vielleicht der Erste, der Abbildung und Vernichtung, Dauer und Verschwinden als gleichzeitige Bestandteile der Fotografie zusammengedacht hat. Aus dieser Denkfigur bezieht er auch die eindrücklichen Sprachbilder seines Textes. Während André Bazin die fotografische, wie er schreibt, Objektivität der Zeit dadurch gesichert sieht, dass ein Foto seinen Gegenstand bewahrt, Zitat, wie der Bernstein den intakten Körper von Insekten aus einer fernen Zeit, führt Krakauer Metaphern an, die mit eben dieser Vorstellung von Intaktheit brechen. Nicht das geborgene und unversehrte Lebewesen ist sein Leitbild, sondern die kostümierte Puppe, das Mannequin, die Leiche, das Gespenst. Alle diese Gestalten sind dem Bereich des Lebensechten und doch Leblosen entnommen. Diese zeitliche Inkongruenz der Fotografie ist für Krakauer kein Defizit, vielmehr bietet sie eine Erkenntnismöglichkeit, die es in der Geschichte der Bilder zuvor nicht gegeben hat. Zitat: Das naturbefangene Bewusstsein vermag seinen Untergrund nicht zu erblicken. Es ist die Aufgabe der Fotografie, das bisher noch ungesicherte Naturfundament aufzuweisen. Zum ersten Mal in der Geschichte treibt sie die ganze naturale Hülle heraus. Zum ersten Mal vergegenwärtigt sich durch sie die Totenwelt in ihrer Unabhängigkeit vom Menschen. Zitat Ende. Für Krakauer ist die Fotografie, so Gertrud Koch, wie Gertrud Koch treffend formuliert hat, ein Reservoir an Referenzobjekten. Zitat Ende. Als Reservoir enthält es einen Überschuss an Details, die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ungeordnet sind. Das möchte ich an einem Bild demonstrieren. Eine historische Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Jahr 1914.
Aus der Menschenmenge vor der Fassade der Theatinerkirche auf dem Münchner Odeonsplatz ragen einzelne Personen erkennbar heraus. Ein Junge ist auf den Sockel des steinernen Löwen vor der Feldherrenhalle gestiegen, um das Geschehen auf dem Platz besser überblicken zu können. Ein glatzköpfiger Mann zu seinen Füßen hebt seinen Hut in die Höhe. Die Aufnahme dokumentiert eine Veranstaltung, die am 2. August 1914 anlässlich der Mobilmachung zum Ersten Weltkrieg abgehalten wurde. Auf dem Odeonsplatz hatte sich damals eine Menschenmenge eingefunden, um für den Krieg zu demonstrieren. Man sang die Wacht am Rhein. Einige Jahrzehnte später kursiert das Foto vom August 1914 in einer veränderten Version. Der Bildausschnitt ist kleiner gewählt, vor allem aber hebt eine kreisrunde Markierung eine einzelne Person aus der Menge hervor, einen 25-jährigen Mann, der damals in der Schleißheimer Straße 34 lebte, Ölbilder malte und 19 Jahre später als Reichskanzler Adolf Hitler in die Geschichte eingehen wird. Die Aufnahme wurde erstmals 1932 in der Zeitschrift Illustrierter Beobachter publiziert und mit der kreisrunden Hervorhebung Hitlers versehen. Wenige Jahre später wurde sie als Sammelbild vertrieben, wie man es damals als Beigabe in Zigarettenschachteln bekam, aber auch in zahlreichen, auch internationalen Zeitschriften wieder abgedruckt. Der Autor der Aufnahme war Heinrich Hoffmann, Parteimitglied Nummer 59 und seit den ersten Tagen der nationalsozialistischen Bewegung Hitlers persönlicher Fotograf. 1938 wurde Hoffmann zum Professor ernannt und besorgte 1937 die Bildauswahl der großen deutschen Kunstausstellung. All das geschah aber erst Jahre nachdem das Bild vom August 1914 aufgenommen wurde. Offenbar hat Hitler selbst den Fotografen auf den Gedanken gebracht, die historische Aufnahme noch einmal hervorzuholen und sie nach Spuren seiner Gegenwart abzusuchen. Ich ging, berichtet Hoffmann in seinen Memoiren, in die Dunkelkammer und legte eine der Platten vom 2. August 1914 in den Vergrößerungsapparat. Mit höchster Spannung suchte ich nach einem Gesicht, das Hitler gehören konnte. Hoffmanns Fotografie war jetzt, 1932, zu etwas geworden, was sie zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme nicht gewesen ist. Ein Bild des zukünftigen Reichskanzlers, ein historisches Dokument seines frühen Engagements für den Krieg. Denn die Aufnahme zeigt Hitler zu einem Zeitpunkt, als er noch gar keine Figur der Zeitgeschichte war. Der unbekannte und namenlose Mann auf dem Bild ist ein Statist in der anonymen Menge der Zuhörer, und er unterscheidet sich insofern, zum Zeitpunkt der Aufnahme wohlgemerkt, durch nichts von den anderen Namenlosen auf dem Bild. Ich habe einfach mal willkürlich drei andere Figuren aus dem Bild heraus vergrößert, die seither aus dem Gedächtnis der Weltgeschichte verschwunden sind. Was käme heraus, wenn man versuchen würde, die Biografien dieser drei anonymen Männer zu rekonstruieren? Man würde vermutlich scheitern, denn die Spuren der Existenz dieser drei Unbekannten sind wahrscheinlich unauffindbar im Reservoir der Geschichte verschwunden. Hitler hingegen ist aus dieser Geschichte, sie geben uns aber sozusagen eine Vorstellung davon, was Hitler zum Zeitpunkt der Aufnahme eigentlich auch gewesen ist, nämlich noch eine, noch keine Figur der Zeitgeschichte. Also man müsste, was aber unmöglich ist, eigentlich dahin kommen, diese Kontingenz sich vorzustellen. Also die Kontingenz, als die Aufnahme gemacht wurde und alles, was wir später wissen, man noch gar nicht wissen konnte. Das ist aber eben vermutlich eine Unmöglichkeit, diesen Ort zu denken. Der drei Unbekannten sind unauffindbar im Reservoir der Geschichte verschwunden. Hitler hingegen ist aus dieser Geschichte nicht mehr zu tilgen. Und so ist es auch für uns unmöglich geworden, das Bild im Rückblick als das zu sehen, was es zum Zeitpunkt seiner Entstehung gewesen ist, eine Momentaufnahme ohne bestimmbare Zukunft. In den Zügen des unbekannten Mannes in der Menge wird man nachträglich immer schon die zukünftige Gestalt des Diktators sehen. Zwei Zeitregime fließen hier ineinander. Der fotografisch fixierte Augenblick des Jahres 1914, der noch keine bestimmbare Zukunft hat, und der retrospektive Blick auf die Fotografie, die ihre Zukunftslosigkeit dementiert und ihr eine gewissermaßen falsche historische Erkennbarkeit unterstellt. Der weiße Kreis um Hitler stellt nachträglich eine historische Ordnung her, aber zugleich hat er die ursprüngliche Unordnung des Bildes unlesbar gemacht. Mit der kreisrunden Markierung rückt alles an seinen Platz. Der weiße Kreis teilt das Bild in Hauptsachen und Nebensachen, Wichtiges und Unwichtiges, eine Hauptperson und Nebenpersonen. Und Hitler ist geworden, was er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gewesen ist.
Mit Siegfried Krakauer ließe sich sagen, Zitat, nun geistert das Bild wie die Schlossfrau durch die Gegenwart. In diesem Sinne lässt sich möglicherweise auch de Certeaus Äußerung verstehen, man solle davon ausgehen, Zitat, dass das Reale eben jenes Nicht-Rationalisierbare ist, das die Rationalisierungen hervorbringt, kurzum das Abwesende, das die Geschichte ermöglicht und ihr entgleitet. Und erlauben Sie mir noch einen abschließenden Blick wiederum auf ein anderes Szenario. Ich mache also nochmal einen Schnitt, nämlich auf Objekte. Ja? Also im Falle von Menzel ging es ja um eine Repräsentation historischer Objekte, diese Rüstungen. Und jetzt geht es um ein gewissermaßen an das Beispiel von eben anschließendes Beispiel, wo es um Objekte geht. Also nicht um die Repräsentation von Objekten, sondern Objekte selbst, die als historische Reste in der Gegenwart irgendwie noch vorhanden sind. Und dazu muss ich Ihnen eine Begebenheit erzählen, eine wahre Geschichte. Unter den Gegenständen, die eine vielleicht 75-jährige, beinahe zahnlose Frau vor über drei Jahrzehnten auf einem Trödelmarkt in der westdeutschen Kleinstadt Hamm an der Sieg zum Kauf anbot, befand sich auch eine einzelne, in einem leeren Wasserglas aufragende Zahnbürste aus Plastik. Wie alle Objekte, die auf dem Klapptisch der alten Frau ausgebreitet waren, erschien auch die Bürste weder antik noch neu, sondern einfach benutzt. Ein gräulicher Schleier umgab ihre Borsten. Durch langen Gebrauch waren sie zu kleinen Wirbeln niedergedrückt und spreizten sich am Rand einzeln hervor. Dass die Bürste dennoch als eine Art Antiquität erschien, lag wohl vor allem am Fehlen jeglichen Anscheins von Design. Der Plastikstiel war schmucklos, eckig und kurz. Und dachte man an die Reihen von Zahnbürsten, die in ihren eingeschweißten und beim Öffnen knisternden Plastikfutteralen in den Regalen der Drogerieläden aufgehängt hingen, weich, mittel und hart, wirkte diese Bürste hier seltsam kantig und unzeitgemäß. Unter den wertlosen Gegenständen, die dort zum Kauf angeboten waren, erschien sie nur als ein besonders unbrauchbares Ding, abgewetzt und unbenutzbar, Überbleibsel einer gewesenen Zeit, von dem man nicht zu sagen wusste, aus welchem Grund man es überhaupt aufbewahrt hatte, noch weniger aber, warum es hier unter freiem Himmel öffentlich ausgestellt war und woher der sonderbare Wunsch kommen sollte, es kaufen und besitzen zu wollen. An dem Wasserglas aber lehnte ein Schild aus grober, grauer Pappe, auf dem in ungelenker Schreibschrift zu lesen war, Adolf Hitler seine Zahnbürste 1000 Mark. Mit wenigen Worten wurde hier der Versuch gemacht, der abgewetzten Bürste in ihrem Wasserglas eine weltgeschichtliche Aura zu verleihen. Wie aber wäre ein solches Ding aus Hitlers Hand in den Kreis der Gegenstände gelangt, in deren Nachbarschaft es hier an einem Samstagnachmittag im Juli 1980 zum Kauf angeboten wurde? Dies waren ein Topfdeckel aus dunkelblauem Email, einige Porzellantassen mit Untertasse und Teller, eine getragene Armbanduhr, deren Sekundenzeiger bewegungslos an der gleichen Stelle verharrte, Knöpfe, altes Essbesteck, ein Teller aus grob geschnitztem Holz, an dessen Rand nur noch einzelne Buchstaben der ursprünglich rundum verlaufenden Inschrift »Unser tägliches Brot gib uns heute« stehen geblieben waren. Diese Dinge waren sich selbst überlassen. Kein Hinweis auf Alter oder Herkunft, keine Beschriftung, kein Versuch, sie als übrig gebliebene Reste irgendeines Menschenlebens auszustellen. Die Tassen waren nichts als Tassen, die Uhr hatte keine Vergangenheit, die Knöpfe erzählten keine Geschichte. Stumme, unbeschriftete Dinge, einzig die Bürste in ihrem Glas sollte weit in das Jahrhundert zurückreichen und ein undefinierbares Stück Geschichte auf den Klapptisch der Alten bringen, in der Zeit gehalten, einzig durch jene vier Worte, den verrutschten Genitiv, in dem das Idiom der Alten unüberhörbar mitschwang, Adolf Hitler seine Zahnbürste. Auf die Echtheit ihrer Ware angesprochen, wurde die alte Frau sofort ausfällig. Sie stieß einige Verwünschungen gegen den Fragenden aus und drehte schließlich den Kopf zur Seite, wo sie an ein unsichtbares Gegenüber gerichtet noch eine Zeit lang weiterfluchte. Der Betrug schien in seiner ganzen Plumpheit offen zu liegen. Der Ort, an dem das fragliche historische Objekt erschien, war kein institutionell abgesichertes Archiv, keine wissenschaftlich autorisierte Sammlung.
Hier war nicht einmal der Versuch gemacht, die Echtheit der Reliquie durch Dokumente, durch Überlieferungen, Zeugnisse oder Expertisen glaubhaft zu machen. Das einzige Echtheitszertifikat war der handgeschriebene Karton mit dem verrutschten Genitiv. Gerade in diesem Fehlen stabilisierender Urkunden, Expertisen und Dokumente, gerade in dieser Labilität des Objekts zeigt sich aber möglicherweise etwas von seiner Widerständigkeit. Genauso wenig wie die Echtheit der Bürste zu bestimmen war, ließe sich eindeutig als Fälschung aufdecken. Genauso wenig wie die Zuschreibung ihrer Echtheit möglich war, war auch eine Abschreibung möglich. Ohne entsprechende Rahmungen sind Objekte auf sich gestellt, aber sind auch dann nicht einfach nichts. Etwas an dem Objekt ist nicht einfach rationalisierbar. Es spricht vieles dafür, so schreiben die Veranstalter dieser Vortragsreihe im begleitenden Einleitungstext, das Unfertige gewähren zu lassen und das Perfekte zu meiden. In diesem Sinne wäre auch die Vergangenheit, so der Vorschlag meines Beitrags, ein unfertiges Projekt. Das Perfekte, das im Umgang mit ihr zu meiden wäre, wäre die Vorstellung einer intakten, wiederherstellbaren Geschichte, aber eben auch die Vorstellung, dass die Vergangenheit uns resistenzlos zur Verfügung stünde. So jedenfalls verstehe ich des Tos bereits zitierte Bemerkung, dass es für den Historiker nur dort ein Vergangenes gibt, Zitat, wo in der einen oder anderen Form ein Widerstand von etwas begegnet, das nicht mehr existiert. Und des Tos Hinweis, Zitat, dass das Reale eben jenes nicht rationalisierbare ist, das die Rationalisierungen hervorbringt, kurzum das Abwesende, das die Geschichte ermöglicht und ihr entgleitet. In diesem Sinne ist nicht nur die Fotografie vom August 1914, sondern auch Adolf Hitler seine Zahnbürste ein unfertiges Objekt. Die geschichtliche Zeugenschaft scheint weder in den Dingen zu sein, als deren stabile, nachweisbare Eigenschaft, noch einfach in der Summe der wechselnden und beliebig austauschbaren Zuschreibungen, mit denen man ihnen zu Leibe rückt. Der Ort, an dem die historische Zeugenschaft sich zeigt, ist jedenfalls vor allem auch ein Raum der Imagination. Georges Didier Übermann hat Benjamins Begriff der Aura deshalb folgendermaßen umschrieben. Zitat, auratisch wäre also folglich jener Gegenstand, dessen Erscheinung über seine eigene Sichtbarkeit hinaus, darauf kommt es hier, glaube ich, an, über seine eigene Sichtbarkeit hinaus, das verbreitet, was mit Vorstellungen zu bezeichnen wäre, Vorstellungen, die Konstellationen oder Wolken um ihn herum bilden, die sich uns als ebenso viele assoziierte Figuren aufdrängen. Zitat Ende. Die Aura eines historischen Objekts, das hier und jetzt seiner geschichtlichen Zeugenschaft, wäre also etwas, das man sich vor allem auch vorstellen muss. Etwas, das dem Ding, so die Formulierung, die die Übermanns assoziiert wird. Insofern ist im Umgang mit den Überresten der Geschichte auch nicht alleine das überprüfbare, rekonstruierbare, positive Wissen entscheidend, sondern sondern auch das nur Vorstellbare. Vielen Dank. Ja, ganz großen Dank, Peter, für den historischen Bogen, den du gespannt hast und auch die verschiedenen Perspektiven auch Nachbilder der Vergangenheit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine ganze Reihe von Fragen im Publikum gibt. Trotzdem würde ich gerne die Diskussion ein bisschen vorheizen, weil mich interessiert hat, wie du das Verhältnis von Rest und Vergangenheit bestimmt hast. Und mir schien, dass du das in gewisser Weise doppelt analysiert hast. Also auf der einen Seite mit de Certeau im Blick auf die Objekte, die Reste, die Lumpen, die geblieben sind, dann wäre das, was wir haben als Partikel, ein Fragment einer Vergangenheit, die nicht mehr verfügbar ist. Und die Spur, die du aber vielleicht noch stärker verfolgt hast, schien mir eine andere zu sein, nämlich die, wo die Vergangenheit selber als Rest des Objekts erscheint, das in der Gegenwart insistiert. Ja? Und dann eben nicht Relikt ist, sondern wenn man so will, eine Reliquie, die gleichzeitig einen Kontakt ermöglicht, aber auch überhaupt erst das Unvollendetsein der Vergangenheit als solches verbirgt und deswegen ein Anknüpfen
ermöglicht. Also das ist eine Frage, ob ich dich da richtig verstanden habe, dass das noch ein anderes Modell ist. Ja, darf ich nochmal rückfragen, wo genau du den Unterschied zwischen Rest und Reliquie siehst? Also ich hatte den Eindruck, wenn du diese Objekte, die aus der Vergangenheit überdauert haben, reflektierst und dann sagst, die Vergangenheit ist unvollendet, dann erscheint plötzlich die Vergangenheit als so eine Art Rest dieses Objekts, als etwas, das dem Objekt anhängt, aber gleichzeitig durch das Objekt selber nochmal geöffnet wird und damit auch Anschlussmöglichkeiten, Kontakte ermöglicht, in allen Varianten. Also die Reliquie ist vielleicht das Prominenteste, weil sie sozusagen mit einer Aura aufgeladen werden kann, ausgestattet werden kann. Ja, also im Grunde am Schluss, oder zumindest dieses Beispiel der Zahnbürste oder die Überlegung am Schluss, wäre tatsächlich die, ob die Funktionsweise der Reliquie nicht auch ein möglicherweise alternatives Modell ist, um sowas wie Fotografie zu verstehen, also was nämlich gerade aber nicht über Wissen funktioniert, ja, also über die Vorstellung, dass es darum geht, irgendwie historisch positivierbares Wissen oder Information zu bekommen, sondern erstmal einfach darüber, dass das Zeug irgendwie als Rest noch da ist. Und das, würde ich sagen, erzeugt erstmal eine gewisse Widerständigkeit, auch wenn das zunächst mal vielleicht gar nichts meint. In dem Sinne würde ich übrigens, um nochmal auf einen etwas anderen Kontext von Didi Übermann einzugehen, auch sein Buch über die 4 Fotografien aus Auschwitz verstehen als eigentlich ein Argument über Fotografie als Reliquie. Da geht es gar nicht so sehr darum, was auf diesen Bildern zu sehen ist, auch, aber das ist nicht nur das Entscheidende, sondern es geht darum, dass es sozusagen physische Reste sind, die in der Gegenwart noch vorhanden sind und dort irgendwie Unruhe erzeugen, ja? Also die irgendwie ein Herkommen, ein zeitliches Herkommen transportieren. Also insofern würde ich so durchaus sagen, dass man diesen Begriff, also ich habe irgendwie, glaube ich, klar geworden, ist eine positive Vorstellung von Reliquie oder jedenfalls keine, die erstmal den Impuls hätte zu sagen, das ist ja alles nur eine Frage der Zuschreibung. Aber ich kann das ja gar nicht sehen, ob das jetzt ein originales Objekt ist oder nicht. Wenn du das so darstellst, könntest du dann nochmal sagen, wie du deinen Bildbegriff verstehst? Denn am Schluss, also mit Adolf Hitler, seine Zahnbürste, war ja ein Objekt im Vordergrund. Okay. Und auch bei dem Foto jetzt gerade hast du viel stärker die Materialität des Bildes an sich, also die Tatsache, dass das Bild in der Vergangenheit schon da war und mir jetzt als materieller Träger zur Verfügung steht, ganz richtig, in den Vordergrund gestellt und weniger das Abgebildete. Ja, genau. Also bei der Bürste, vielleicht hätte ich klarer machen sollen, dass das ziemliche Schnitte waren, also von Menzel zur Fotografie, von der Fotografie zum Objekt, ging es genau, wie du sagst, um das Objekt. Da geht es ja nicht um eine Repräsentation eines Objekts oder eines Ereignisses wie auf der Fotografie, sondern es geht um das Objekt selber. Und tatsächlich würde ich aber sagen, man kann auch, oder das ist eine Dimension, die Fotografien als historische Reste immer schon haben. Also nicht durch das, was darauf dargestellt ist und was da sozusagen ein Zugang zur Vergangenheit hat, sondern einfach erstmal dadurch, dass das sozusagen wie ich Krakauer eben auch verstehe, abgeriebene Reste irgendwie sind. Und da geht es erstmal um die Materialität, also wirklich um das stofflich-materielle. Also wobei der Clou von Krakauers Argument ja darin besteht, dass die Fotografie durch das schiere Das ihres Alterns Erkenntnis produziert, ne? Nämlich in dem Sinne, dass, und das bezieht sich auf das Bild der Großmutter, die Diva hast du nicht erwähnt, die ist aber auch wichtig in dem Aussatz, bei dem Bild der Großmutter durch den zeitlichen Abstand die Wiedererkennbarkeit der Person zurücktritt hinter dem Wimmelbild der vielen Dinge, die sich da versammeln. Das heißt, in gewisser Weise ist Krakauers Interesse der umgekehrte Prozess als der, den du am Beispiel des Hitlerbildes beschrieben hast, ne? Nämlich, dass mit dem zeitlichen Abstand eine Person zurücktritt hinter einer Vielfalt von Objekten, die sich als nicht mehr verfügbare historische zur Schau stellen. Während dieser Bildbearbeiter das Gegenteil gemacht hat, aus einem Wimmelbild eine Person zu isolieren, die nachträglich daraus erkennbar ist und alles in den Schatten stellt und auch das Bild ordnet. Ja, also was mich an diesem Hitlerbild interessiert, und das würde ich schon sagen, ist eine Dimension, die in dem Krakauer Text drin ist, dass es eben gerade die Unmöglichkeit, also dass das Bild, natürlich ist das Bild auch mit einer bestimmten Absicht gemacht worden. Ja. Es gab ja einen Grund, das zu machen, es war ein historisches Ereignis, also insofern habe ich es vielleicht etwas überspitzt, dass sozusagen diese Aufnahme gemacht hat und es nachträglich ist daran so etwas lesbar. Aber was mich interessiert ist, dass das Bild einen Überschuss hat. Ich würde sogar sagen, das, was Krakauer Abfall nennt. Also da ist immer sehr viel mehr drin, als zum Zeitpunkt der Aufnahme gewusst werden kann. Und erst später kommt vielleicht jemand oder es tritt irgendetwas ein, was nachträglich
das überhaupt erst lesbar macht. Also insofern würde ich schon sagen, dass dieses Bild ein Beispiel für das wäre, was Krakauer meint, dass es immer diesen, oder auch was Barth mit den sinnlosen Details meint. Ja, da kann man dann einzelne später heraussuchen. Aber es geht erstmal eigentlich darum, dass diese Bilder, oder wie Gertrud Kors sagt, ein Reservoir an Referenzobjekten sind. Und das meint zunächst mal nichts. Ja, das ist zunächst mal kontingent. Oder wie Barth an einer Stelle sagt, dumm. Ja, also es ist eine dumme Kontingenz. Und das ist sozusagen ein Reservoir, ein Überschuss, den man nachträglich durch Lektüre natürlich strukturieren kann, aber der zunächst mal, denke ich, könnte man Krakauer sagen, Abfall ist. Oder da, so würde ich auch so das Tos Vorstellung von Abfall. Wobei Krakauers Argument dialektischer ist. Ne? Also das, was lesbar wird, ist die Unlesbarkeit des Bildes, also die Tatsache, dass die Ähnlichkeit eine vermeintliche ist vor dem Hintergrund eines bestimmten bildräumlichen und zeitlichen Kontinuums. Ne? Und also das ist ein anderer Punkt, müssen wir aber nicht vertiefen. Ich will die Fragen im Publikum nicht abwürgen und ermutige Sie, in das Gespräch einzusteigen, denn der Vortrag war ja weit gespannt. In der ersten Reihe regen sich zwei Finger nebeneinander und auch noch gleichzeitig. Erich, bitte. Ja, vielen Dank für den anregenden Vortrag. Ich möchte auf die Löwen zurückkommen. Auf die? Auf die Löwen. Die Löwen, okay. Mir scheint diese Art von Geschichtsinszenierung insofern auch einen Moment an Emblematischem zu enthalten, weil es doch offenbar um eine Dramatik geht, die man natürlich mit dem Löwen als Raubtier besonders gut illustrieren kann. Und sich offenbar ja so eine Art von Erlebnishungrigkeit auch da drin zeigt, die etwas mit diesem Werbespruch ja auch gut Zusammenpassendes zeigt, nämlich zu sagen, die Geschichte wartet nur auf dich, halt heißt so viel wie du kannst hier die Beute sein. Und das ist vielleicht ein besonderer Thrill auch, der da erwartet wird. Und ich glaube, dass das natürlich alles gar nichts zu tun hat mit dieser anderen Seite des Gebrauchs der Fotografie, von dem in den historischen Dokumenten die Rede war. Also das scheinen sozusagen Extreme zu sein. Einmal auf das Dokumentarische, auf das Dokumenthafte der Fotografie zu setzen und von daher so einen Moment an auratischem, an Punktum, wie das bei Barth heißt, zu erwarten, das uns in einen Kontakt bringt zu etwas, was sonst überhaupt nicht mehr greifbar ist, also was mehr ist als bloße Vorstellung, aber Vorstellungen natürlich zu generieren in der Lage ist, und das scheint ja das Produktive an diesen historischen Dokumenten auch zu sein. Und auf der anderen Seite so eine Inszenierung zu versuchen, die fast gar nichts mit der Geschichte zu tun hat, außer mit der äußeren Kostümierung, wie das in dem Hegel-Zitat hieß. Und das dann aber so zu dramatisieren, dass es eben sozusagen das Angebot eines wartenden Löwen bedarf, um das auch interessant zu machen. Also Geschichte ist das, was das normale, alltägliche, so langweilige Büroleben übersteigen kann und hier zum Erlebnis eben hochstilisiert wird. Also das scheinen die beiden extremen Gebrauchsweisen zu sein. Würde ich vollständig unterschreiben. Und ich sehe schon, ich hätte vielleicht klarer machen müssen, dass es mir eigentlich genau um diese Differenzen oder Schnitte ging. Also eigentlich habe ich das als Folie für einen ganz anderen Umgang mit Geschichte genommen, dieses Puy du Fou. Und genau wie du sagst, ich meine, man ist oder vielleicht gar nicht erstaunt, aber wenn man sich die Homepage anschaut, wie wenig es da um die Vorstellung irgendeiner Faktizität geht. Da werden auch keine konkreten Ereignisse nachgestellt. Im Grunde genommen ist Geschichte ein purer Stoff. Ja. Also man nimmt diese, deswegen finde ich das aber auch interessant, ja, weil es eine extreme Engführung eines bestimmten Umgangs mit Geschichte ist, der eben sehr stark auf diese Außengestalt der alten Zeit rekurriert, der aber natürlich weder eine These aufstellen will, noch
irgendeine Tatsächlichkeit darum geht. Das ist das Merkwürdige, es gibt schon eine Art von historischer Exaktheit, aber im Hinblick auf nichts. Ja. Also, und das Stichwort auf dieser, oder wie dafür geworben wird, ist Emotion natürlich. Also Geschichte ist Action, da ist, wie du sagst, es ist nie langweilig und man partizipiert sozusagen. Ja. Also es ist alles ständig verfügbar und man kann von einem Jahrhundert in das nächste Jahrhundert. Und das finde ich sozusagen erstmal interessant, als eben in dieser extremen Engführung. Und frage mich auch, das habe ich ja so ein bisschen herantastend getan, ob man das überhaupt kritisieren müsste, ja, oder wenn ja, im Namen von was man das eigentlich kritisieren will. Weil zunächst mal diese, würde ich mal sagen, Empathie ja auch ein legitimer Zugang ist. Das ist was vollkommen anderes als ein Zugang, der irgendwas Faktisches rekonstruieren will, das ist völlig klar. Aber mir ging es sozusagen eigentlich erstmal darum, eine Palette dieser verschiedenen Ressourcen zu zeigen oder dieser verschiedenen möglichen Zugriffe auf Geschichten. Das hat mit Dokumentation gar nichts zu tun. Oder, ja. Eine kleine Nachfrage zum Detail, weil das ja bei Barth sozusagen als Ausweis für Realitätshaftigkeit oder Wirklichkeitseffekt bezeichnet wird. Gibt es in diesen Werbefotos irgendetwas, was nicht beabsichtigt ist, was nicht genau inszeniert ist? Ist das sozusagen, weil es ja computergeneriertes ist, sozusagen bis ins letzte Pixel hinein berechnet? Gibt es ja da irgendetwas, was sowas rausfällt? Also wir haben es ja jetzt nur im Großbild gesehen und noch nicht en Detail analysieren können, aber ist da irgendwas auffällig? Nein, ich glaube nicht. Also ich habe jedenfalls nichts gefunden. Ich habe versucht, das herauszufinden, wie diese Bilder genau gemacht werden, aber ich habe da leider keine Antwort bekommen. Also vielleicht auch das falsche Register gezogen in meiner Anfrage. Nein, ich glaube, das ist konstitutiv das Gegenteil dessen, was du. Insofern würde ich sagen, insofern ist das schon klar, warum, also wenn man das jetzt mit Barth lesen will, warum das gerade nicht das absichtslose Detail der Fotografie ist, ja, wo einfach irgendwas reinsickert, ja, also oder wie Talbot schon sagt, der Reiz der Fotografie ist, der Fotograf entdeckt hinterher vieles, von dem er gar nicht gewusst hat, dass er das aufgenommen hat. Diese Bilder, würde ich sagen, sind das genaue Gegenteil davon. Was aber erstmal noch keine Wertung unbedingt beinhalten muss. Ulrike. Ja, vielen Dank. Ich springe jetzt etwas, weil ich gerne nach den Menzel-Bildern nochmal fragen wollte, nach diesen großartigen Bildern, die ja auch etwas Abgelebtes, kann man ja eigentlich kaum sagen, aber doch etwas Historisches, zu Menzels Zeit Historisches zeigen, nämlich diese Rüstung und zwischen totem Ding und Verlebendigung, so hast du es ja auch erläutert, stehen und den Blick so ansaugen, weil man versucht zu verstehen, ob da was drinsteckt oder nicht, oder was da als Bewegung dieser Rüstung inszeniert wird. Und ich musste bei dem dritten Bild, das du gezeigt hast, also dieser Zoom auf einige, ja, weiß ich nicht, Reste oder ein Heranzoomen auf diese Rüstungen, die diesen Ding-Charakter nochmal deutlicher machen. Also die eben nicht als Figuren oder nicht als so ein Figurenzug irgendwie belebt oder nicht belebt auftauchen, sondern als etwas, das da liegt, was auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist. Und ich musste dabei denken an den schönen Aufsatz von Thomas Macho, Dinge ohne uns, wo er der Frage nachgeht, wie man eigentlich Dinge denken kann, ohne menschliche Perspektive, also dass man es natürlich nicht kann auf eine Art. Und diese Herausforderung dessen, und vielleicht könntest du dazu noch mal was sagen, mir schien, dass das eine parallele Konstruktion vielleicht ist zu dem, was du als diesen Widerstand der Vergangenheit, der da ist, während die Vergangenheit ja nicht greifbar ist in dem Sinne oder nicht einfach schlicht dekodierbar ist, zu sehen. Und mir scheint, dass da eine Verbindung, ich kann das jetzt nur so lose erstmal hinlegen, weil das jetzt für mich jetzt erstmal eine assoziative Verbindung ist, zwischen einer Vergangenheit, die widerständig ist, ohne greifbar zu sein, und Dingen, die eine Präsenz haben, ohne
ja, auch ohne, also in all ihrer Opazität, die sie natürlich auch häufig haben. Also ich kenne jetzt leider nicht den Aufsatz von Thomas Macho, aber dieses Motiv der Dinge unabhängig von der Präsenz des Menschen würde ich, er ist ja, glaube ich, wieder eher auf die Fotografie beziehen, also nicht unbedingt auf Menzel, der ja, indem er das macht oder imaginiert, okay, vielleicht ein Bild dieser Struktur gibt. Aber natürlich ist diese für die ganze Thematik, glaube ich, des Vortrags, diese, also auch für Krakau, die Selbstauslöschung, kann man ja auch genauso verstehen. Das ist eigentlich die Vorstellung oder die Utopie, dahin zu gelangen, wie das Ganze gewesen ist, ohne den Standpunkt des Beobachters. Krakau ist natürlich auch klar, dass das nicht geht, aber irgendwie treibt ihn das ja doch um, diesen Ort irgendwie zu sehen, wo sich diese Dinge endlich mal zeigen würden, ohne sozusagen, dass sie immer schon durch unsere nachträgliche Perspektive oder Rekonstruktion gesehen werden. Also, und das kann man, so habe ich dich jetzt verstanden, möglicherweise auch das als das nehmen, was Lucia Thom mit diesem Nicht-Rationalisierbaren meint. Also der Grund, der sozusagen irgendwie alle Beschreibungen ermöglicht, der aber als solcher eigentlich entzogen ist oder unbeobachtbar ist. Eben weil sobald wir dazu treten, sind eben nicht mehr die Dinge unter sich. Aber es gibt sozusagen eine, es ist sozusagen eine Kraft oder eine, es geht eine Unruhe von dieser Vorstellung aus, sich diesen Ort vorzustellen. Also ich würde bei dem Menzel auch noch mal gerne nachfragen wollen, weil mich die Bilder sehr interessiert haben. Also da hast du ja eine Verbindung hergestellt zwischen den Gegenständen, also dieser Rüstung, die menschenleer in den Kammern ausgestellt ist, und der Tatsache, dass Menzel dieses Bild absichtlich, so hast du es da, ne? Absichtlich unvollendet gelassen hat, gleichzeitig als Werk signiert. Kommt das bei ihm häufiger vor, dass er sich in dieser Weise zur Geschichte verhält? Nein, ich würde sagen, ja, es gibt noch andere Bilder, die man, also erstmal müsste man, wenn man das nochmal genauer anschaut, müsste man das Bild wahrscheinlich auch mit dem Krönungsbild in Verbindung bringen. Also ein Auftrag, den Menzel nicht sehr geschätzt hat, also dieses Auftragswerk, das Krönungsbild in Königsberg. Und ich glaube, dass man das als so eine Art Nachklapp, dieses, ne, das wird ja auch genau in dem Raum, wo er monatelang an diesem Bild gemalt hat. Und jetzt wird sozusagen diese ganz andere Vorstellung eines Historienbildes, das eben nicht eine vollkommen andere Rhetorik hat als dieses sozusagen hochoffiziell in Auftrag gegebene Krönungsbild. Also ich glaube, man müsste das nochmal stärker damit in Verbindung setzen. Es gibt eine weitere Serie, das wäre vielleicht auch eine Antwort, 1873 werden die Garnisonsgräber oder die Gräber der Garnisonskirche geöffnet mit alten, also mit den Generälen, die da begraben sind, und Menzel wird als Fachmann dazu geholt, weil man weiß, dass er aus den 50er Jahren hatte ein Uniformwerk, mit, also ein dreibändiges Uniformwerk. Man weiß einfach, er hat eine unglaublich genaue Kenntnis der ganzen preußischen Uniformen und ist imstande, diese Leichname, die natürlich verwest sind, zu identifizieren. Und genau das hat er auch gezeichnet. Also es sind sehr, sehr expressive Zeichnungen, die sind hier auch im Kupferstichkabinett aufbewahrt, wo ich sagen würde, das ist nochmal eine etwas andere Version auch mit dieser Geschichte als etwas, was hervorkommt, wenn man sozusagen das, was eigentlich schon als abgelegt gedacht war, wieder zum Vorschein bringt, indem man das eben ausgräbt. Ich sehe eine Hand ganz hinten. Da vorne mal auch, glaube ich. Wissen Sie, wann Hoffmann und Hitler sich kennengelernt haben? Und habe ich richtig verstanden, dass Hitler Hoffmann gefragt hat, ob er diese Demonstration fotografiert hat? Und wann hat er ihn das gefragt? Wissen Sie das auch? Ich kann Ihnen jetzt nicht genau das Jahr sagen, wann die sich kennengelernt haben. Auf jeden Fall war das noch in München. Also Hoffmann war, wie gesagt, einer der frühen Anhänger der Bewegung. Und die Geschichte, es gibt übrigens natürlich auch die These, wie Sie sich denken können, dass das eine Fälschung ist, dieses Bild. Die Geschichte, die Hoffmann selber erzählt, ist eben die, dass Hitler, ich habe es glaube ich erwähnt, ihn auffordert zu schauen, ob auf diesem Bild
er nicht eben drauf ist, weil er gesagt hat, ich bin zu dem und dem Zeitpunkt 1914 im August dort gewesen, also schau doch bitte mal im Labor nach, ob ich da nicht drauf bin. Also das ist die Geschichte dieses Bildes. Es gibt auch die Behauptung, das ist eine Collage oder das ist ein gefaktes Bild, was glaube ich aber gar nicht so wichtig ist, ehrlich gesagt. Aber zu Ihrer ganz konkreten Frage, irgendwann Anfang der 30er Jahre, würde ich sagen, haben die sich kennengelernt. Wissen Sie das? Weil Sie irgendwie klang die Frage so, als wüssten Sie das selbst. Ich nicht gefragt. Okay, danke. Moment, hier vorne, Theo Stark hatte sich gemeldet. Ich bleib sitzen, okay, auch wenn ich aufstehen soll. Ich habe eine Frage, eine Verständnisfrage zu dem Begriff des Widerstands von Desserteaux. Den habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich habe es jetzt so für mich übersetzt, dass es synonym zu dem Begriff der Differenz irgendwie steht. Aber was das genau bedeutet, habe ich nicht ganz verstanden. Das ist einfach eine Verständnisfrage. Naja, also der taucht ja auf im Zusammenhang, das ist natürlich eigentlich genau die Paradoxie, die mich ja interessiert hat, Widerstand von etwas, das vergangen ist. Also normalerweise würde man vielleicht sagen, Widerstand setzt Präsenz voraus, aber das ist vielleicht auch nochmal eine Antwort auf deine Frage, Ulrike. Also ich verstehe das so, dass eben, weil Desserteaux genau ja eigentlich ähnlich wie Krakauer diese beiden Bewegungen macht, dass er einerseits natürlich sehr stark insistiert, Geschichtsschreibung hat was mit Abwesenheit zu tun oder die Abwesenheit ist erstmal das, womit man beginnen muss. Gleichwohl insistiert er aber auf dem noch Vorhandensein eben dieser ganzen Reste, Fragmente und so weiter. Und da würde ich sagen, lokalisiert er eben den Widerstand. Das ist dasjenige, was uns daran hindert, Geschichte so schreiben zu wollen, wie wir das jetzt vielleicht wollen. Es gibt sozusagen ein Korrelat, aber nicht Korrelat im Sinne dessen, was Kosetek jetzt vielleicht Vetorecht der Quellen nennen würde, sondern ein irgendwie viel unklareren oder wie Desserteaux ja auch sagt, sehr schwer rationalisierbaren Widerstand. Aber entscheidend scheint mir zu sein, dass er sagt, Widerstand von etwas, das vergangen ist. Ich wollte eine vielleicht von dir erwartbare Frage stellen. Der Menzel unterscheidet sich ja in deinen Beispielen dadurch, dass er eben eine andere ästhetische Virulenz hat und unter das Register Kunst oder wie auch immer fallen würde. Und bei Kunst würde man ja sagen, kommt sozusagen was Besonderes ins Spiel, die sozusagen, also da steckt einerseits der Index seiner Zeit zu der Zeit, zu der es entstanden ist und wir werden das historisch erforschen und dort verorten, lokalisieren hinein, aber andererseits sowas wie eine transhistorische, ästhetische Dimension, die uns anders anspricht als dein erstes Beispiel in den U-Bahnen. Also von der ästhetischen Wertbesetzung, wie immer man die dann definiert. Also dieses besondere Verhältnis von historisch und transhistorischer Dimension, wie lässt sich das sozusagen in Blick auf derartige Gegenstände oder Bilder, Kunstbilder mit deinem Argument verschalten oder bringt es sozusagen eine zusätzliche Komplikation mit hinein? Ja, also vielen Dank. Ich habe, also im Grunde genommen habe ich, glaube ich, die Menzelbilder so, glaube ich, jedenfalls vorstellen wollen, in dem Sinne, wie du das jetzt auch gesagt hast, nämlich, oder ich habe ja eine Einschränkung gesagt, als Emblem der Geschichte. Das heißt, man kann die natürlich oder muss man auch sozusagen jetzt aus dem Werk Genesem Menzels heraus verstehen oder wird dann sicher nochmal sehr andere Sachen sehen wollen. Ich habe sie im Grunde genommen aber als Bilder gelesen, die das verhandeln oder zur Darstellung bringen, worum der ganze Vortrag eigentlich ging. Also die sozusagen ein Bild einer bestimmten Struktur geben, die aber nicht jetzt auf das Jahr, in dem diese Bilder entstanden sind, in irgendeiner Weise beschränkt ist. Also insofern würde ich sagen, da ist sozusagen ästhetisch etwas virulent, was ich will nicht sagen, eine ahistorische Dimension hat, aber was auf jeden Fall nicht irgendwie im kunsthistorischen Sinne einfach historisierbar oder einordnenbar wäre. Und das bringt natürlich eine große Frage oder ein großes Herausforderung der Kunstgeschichte, das wäre ja auch ein uninteressantes Fach, wenn wir nur historisieren würden. Ja, also wenn wir alle Bilder immer nur korrekt an den Ort verlagern wollen oder
sie dort auffinden wollen, wo sie historisch waren. Natürlich ist das wichtig, aber das, was Bilder interessant macht, ist ja gerade was, was möglicherweise quer zu dieser Form von Historisierung steht. Ich sehe in der Mitte noch einen Arm. Welche Rolle spielt für deine Überlegungen über die Vergangenheit, welche Rolle spielt da die Zukunft? Ich frage deshalb in dem Sinne, weil die verschiedenen Bilder, die du gezeigt hast, scheinen mir eben in Bezug auf ihren Zukunftsbezug sehr unterschiedlich zu sein. Also sie werden produziert, wenn Menzel ein Historienbild malt, dann macht er das, um ein vergangenes Ereignis für eine Zukunft verfügbar zu machen. Ich mache das jetzt mal so aus dem Stegreif, ich weiß nicht, ob das gut formuliert ist. Aber diese Art von Zukunftsbezug scheint mir jetzt bei den Computersimulationen, die du am Anfang gezeigt hast, keine so große Rolle zu spielen. Ja, vielen Dank. Würde ich auch so, also abgesehen von L'histoire natante que vous, da ist natürlich irgendwie ein Zukunftsversprechen oder das wird man alles erleben, wenn man diesen Ort besucht. Aber ich würde sagen, in einem ganz anderen Sinne als bei Menzel. Und auch in einem anderen Sinne als bei dieser Aufnahme von 1914, die natürlich schon einen Zukunftsbezug hat, nur einen eben, der sozusagen schwer antizipierbar ist oder der als zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht mit dem übereinstimmt, was man heute weiß, was die Zukunft dieses Bildes gewesen ist. Aber generell ist es natürlich sicher richtig, es wundert mich eigentlich, dass die Frage jetzt erst kommt, dass man in dieses ganze Geflecht die Zukunft noch viel stärker mit hereinnehmen müsste. Also das kann man natürlich auch philosophisch mit Heidegger, also oder überhaupt alle Derrida, also alle, die im Grunde genommen sich dagegen gewehrt haben, zu sagen, die Zeit funktioniert als Ablauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es gibt immer einen Jetzt-Zeit-Moment und dann schaut man einerseits zurück oder man schaut nach vorne, sondern die versucht haben zu zeigen, das ist alles eigentlich ein Geflecht. Ja? Also in dem sozusagen die Zukunft oder l'avenir, wie es Französisch schön heißt, eben auch etwas ist, was nicht erst einfach noch aussteht und noch nicht da wäre, sondern immer schon in diesem ganzen Geflecht auch konstitutiv mit am Werk ist. Also insofern müsste man die ganzen Beispiele wahrscheinlich noch mal komplexer beschreiben, indem man diese Dimension des Zukünftigen oder des, worauf da etwas hin entworfen wird, mit hineinnimmt. Ja, vielen Dank. Also vor dem Hintergrund würde ich vielleicht, wenn sich keine weiteren Finger regen, noch mal eine abschließende Frage stellen. Jans Stichwort Zukunft. Jetzt sagen wir ganz kurz, wir haben noch eine Nachfrage, wenn es... Ah, okay, das ist mir völlig entgangen. Entschuldigung, etwas spät, aber ich wollte nachfragen, ob in diesen ganzen Überlegungen zum Herstellen, zum Bezug zum Vergangenen, schien es an einer Stelle einmal auf, was ist mit den Orten, also mit Schauplätzen der Vergangenheit, wo dann vielleicht dieses Herstellen eines Bezuges nicht mehr über ein Objekt verläuft, sondern tatsächlich über den eigenen Standort, in dem man, weiß ich nicht, dieselbe Aussicht einnimmt wie eine historische Persönlichkeit zum Beispiel. Mhm. Kommt das vor in den Texten, auf die Sie sich bezogen haben oder in eigenen Überlegungen, die Sie in dem Themenbereich angestellt haben? Ja, das kommt vor, aber ich fürchte, wenn ich das auch noch reingehe. Also es waren sozusagen ja schon Bilder, und zwar Bilder in verschiedenen Funktionen. Bilder sozusagen als nachträgliche Rekonstruktion eines Ereignisses, Bilder als Aufzeichnung im Falle der Fotografie, dann die Objekte selber mit der Zahnbürste. Aber in diese Reihe, da würde ich Ihnen vollkommen recht geben, gehören natürlich auch die Orte. Also der historische Ort, an dem etwas stattgefunden hat, den ich noch aufsuchen kann, ohne das aber zu sehen. Im Grunde ist das eine ähnliche Konstellation wie mit Hitlers Zahnbürste. Also das ist sozusagen eine Historizität, die sich erstmal der Information oder der Sichtbarkeit entzieht. Trotzdem sind das natürlich extrem aufgeladene Orte, also die aufgesucht werden, die für die Historienmalerei auch eine große Rolle spielen. Also das Wichtige dazu, sagen, man war an den Orten der Schlachtfelder selbst und hat das alles mit einem Auge gesehen, also natürlich nicht das Geschehen selber, was nicht mehr sichtbar ist, aber wichtig ist offenbar doch diese Aufladung oder die Authentifizierung durch den Ort, an dem das stattgefunden hat. Also in diesem ganzen Fächer wäre der historische Ort natürlich auch noch eine sehr, sehr wichtige Markierung.
Also wenn ich mal nochmal, beispielsweise wenn Sie an Claude Lanzmann denken, ja, also Lanzmann, der ja sagt, es ist wichtig, an die Orte zu gehen, ja, also mit den Zeitzeugen Interviews, die er macht, aber nicht, weil er sagt, da können wir irgendwas erfahren oder da ist sozusagen irgendwas wird wiederhergestellt, aber es ist doch wichtig für ihn, an diese Orte zu gehen. Und zwar, ich würde sagen, gerade weil nichts mehr zu sehen ist, aber es ist, diese Orte sind sozusagen als, ja, als Reservoir extrem, extrem aufgeladen und extrem wichtige ja, Teile dieser ganzen Authentifizierungsmechanismen. Ja. Nein, Mechanismen klingt schon wieder viel zu, zu skeptisch. Aber Bilder wären das ja nicht. Wie bitte? Bilder wären das ja. Dann, also würdest Orte, du, nee. Nö, warum nee, würde ich nicht sagen, dass Orte Bilder sind? Also, na, ich frage mich immer oder, noch, weil du all das ja unter die Klammer des Nachbildes der Geschichte gestellt hast und sehr viele deiner Beispiele schlichtweg auf so einen Objekttransfer oder eine materielle Kontinuität abgestellt haben, die den medialen Charakter des Bildes als solchen und ich meine, Klaus' Frage zielte darauf, ob das Kunstwerk dann nochmal als ein Medium der Reflexion etwas Darüberliegendes leistet. Aber dir war es wichtig, das eigentlich weitestgehend zurückzunehmen und ein generelleres Verhältnis zur Vergangenheit. Oder naja, der, wie gesagt, der letzte, vielleicht hätte ich das doch stärker markieren sollen, aber der Schluss klar ist, da geht es genauso wenig wie bei Orten, geht es bei diesem Objekt um Bild, das stimmt. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Finger übersehen habe, wenn ich dir ganz herzlich danke für den Vortrag und für die Diskussion und die Gelegenheit aber auch nutzen möchte, um Sie einzuladen zu unserer nächsten Mosse Lecture am 23. November. Dann wird Barbara Naumann hier sein und über Marcel Proust Recherche sprechen unter dem Titel Das unvollständige Ganze, die unendliche Reihe bei Marcel Proust. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder kommen und entlassen Sie in einen hoffentlich entspannten Abend. Dankeschön.